Und weg sind sie. Ein Nilkrokodil schwimmt locker schneller als ein Nilpferd. So ein Kroko schwimmt flussaufwärts gegen eine starke Strömung an. Doch sein Körper ist für das Schwimmen in rauen Gewässern gebaut. Es wiegt so viel wie 2 Kühlgefrierkombis und gilt als das schwerste Reptil der Erde. Es kann bis zu 35 Kilometer pro Stunde schnell schwimmen. Ein Nilpferd kann gar nicht schwimmen, nicht wirklich. Es läuft nur über das Flussbett und stößt sich von großen Steinen ab. Es kann seine Nasenlöcher verschließen, wann immer es will, um durchs Wasser zu gleiten. Aber mit dem Kroko kann es nicht mithalten. Das Krokodil erreicht das Ufer und beginnt durch ein Feld zu rennen. Aber mach lieber Platz, das Nilpferd holt auf. Es rast geradezu über das flache Gelände. Trotz seiner riesigen Größe läuft so ein Nilpferd schneller als ein Mensch. Das Kroko hatte mehrere Kilometer Vorsprung, doch zu Fuß ist das Nilpferd schneller. Es durchläuft die Zielgerade, das war's. Miep, miep. Hallöchen, Roadrunner, wohin so eilig? Warte, alles auf Halt. Der Kojote da holt wahnsinnig schnell auf. Er ist dir dicht auf den Fersen. Der auf Deutsch Wegekuckuck genannte Vogel ist bis zu 32 Kilometer pro Stunde schnell. Und noch mehr, wenn er Hunger hat. Aber im Gegensatz zu dem, was du in Cartoons siehst, ist so ein Kojote in Wahrheit doppelt so schnell. Dafür ist die Cartoon-Version sehr viel lustiger. Auf der ersten Spur haben wir direkt aus dem dichten Dschungel Südamerikas das ewig langsame Faultier. Und direkt daneben, auf Spur 2, eine ganz normale gefleckte Weinbergschnecke. Und das Rennen beginnt. Welches ist das langsamste Tier der Erde? Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 0,3 Kilometer pro Stunde ist es kein Wunder, dass man das Faultier auch als riesiges laufendes Kissen bezeichnet. Ich zumindest. Die Schnecke hat einen guten Start. Sie kann sich in circa einer Stunde durch eine kleine Nachbarschaft bewegen. Dieses knochenlose Lebewesen hat nur einen Fuß, der mit einem Schutzschleim überzogen ist. Es ist zu verschwommen, um etwas zu sehen, aber ich glaube, das Faultier ist noch immer am gleichen Platz. Und es schläft. Wahrscheinlich verpennt es das ganze Rennen. Schließlich kann ein Faultier 15 Stunden am Tag schlummern. Es verschläft mehr als sein halbes Leben. Und schau mal, die Schnecke ist aus dem sonnigen Fleckchen raus. Nächster Halt, ein schattiges Plätzchen. Das ist einfach zu knapp. Wir werden warten müssen, bis das Faultier aufwacht, um das Rennen weiter zu verfolgen. Ein Grizzlybär kann locker einen Menschen überholen. Solltest du picknicken und etwas Leckeres kochen, lass es lieber zurück. Der Geschwindigkeitsrekord für Menschen liegt bei 45 Kilometern pro Stunde, aufgestellt natürlich von Usain Bolt. Der könnte also tatsächlich entkommen. Aber solltest du langsamer sein als er, was du bist, dann steckst du in Schwierigkeiten. Bei einem 1-gegen-1-Wettsprint zwischen Mensch und Grizzly endest du immer als Bärenmittagessen. Aber welcher der vielen Bären ist der schnellste? Eisbär, Grizzlybär, Braunbär, Sonnenbär und der niedlich-flauschige Panda. Auf die Plätze, fertig, los! Die Spannung ist spürbar. Grizzly und Braunbär liegen Kralle an Kralle vorn. Ein Braunbär kann locker mit einem Grizzly mithalten. Der Sonnenbär ist der kleinste Teilnehmer in diesem Rennen. Er ist nur etwa 2 Meter lang. Oder groß. Oder was auch immer. Er ist schnell raus. Der Eisbär ist gut losgekommen, aber er hat einfach nicht das Tempo seiner beiden Herausforderer. Der Grizzly übernimmt die Führung. Nein, der Braunbär. Jetzt der Grizzly. Warte, wo ist der Panda? Was macht der denn? Ich glaube nicht, er weiß, dass er an einem Rennen teilnimmt. Aber ist der nicht süß? Ein Panda kann bis zu 13 Kilogramm Bambus am Tag fressen. Das ist eine Menge. Aber er ist gestartet. Er hat eine Abkürzung gefunden und rollt diesen Hang da herunter. Er rast an Grizzly und Braunbär vorüber und es ist vorbei. Der Panda gewinnt. Sorry, Bären. Wir alle wissen, dass so ein Panda nicht gerade schnell ist. Tatsächlich ist er einer der langsamsten Bären überhaupt. Aber solltest du einen auf dich zurollen sehen, dann lauf. Eine Boeing 747 kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 1000 Kilometern pro Stunde. Der schnellste Vogel da draußen ist der Graukopf-Albatros. Der kann bis zu 130 Kilometer pro Stunde schnell fliegen und das sogar für bis zu 10 Stunden ohne Landen. Der Wanderfalke ist schneller, aber nur wenn er nach unten schießt, um sich einen Snack zum Mitnehmen zu schnappen. Aufgepasst, Taube! Wow! Große Flugzeuge brauchen lange, um in die Luft zu kommen, aber ein Albatros, der ist nur in wenigen Sekunden auf und davon und liegt vorn. Aber nach ein paar Minuten zurück nach Zeitlupenstadt.
Das Faultier ist aufgewacht. Super. Aber bisher hat es gerade mal diesen Arm zum Ast dort ausstrecken können. Die Weinbergschnecke versucht noch immer, an diesem großen Stein vorbeizukommen. Faultiere verbringen einen Großteil ihrer Zeit so bewegungslos wie möglich, damit sie nicht als jemandes Frühstück enden. Kein sonderlich gutes Renntraining. Aber warte mal, wir haben eine dritte Teilnehmerin. Die Galapagos-Riesenschildkröte. Dieser Panzer von einem Tier steht auf mächtigen Vorderbeinen. Sie ist kolossale 4-mal so schnell wie die Schnecke. Jetzt wird es interessant. Wir haben hier ein Rennen, das 100 Jahre dauern könnte. Die Schildkröte läuft und weicht jedem Hindernis aus. Nichts hält sie auf. Hey, nicht schummeln, Faultier. Wirf ja keine Zweige von da oben runter. Tief in der Erde buddelt ein Maulwurf fleißig herum. Ein Maulwurf kann sein Eigengewicht in Regenwürmern verputzen und 5 Meter pro Stunde schnell graben. Der Silberdachs ist das am schnellsten grabende Tier der Welt und er ist überraschend schnell zu Fuß. An einem guten Tag holt er fast einen Menschen ein. Kopf an Kopf gewinnt der Silberdachs das Tunnelrennen locker. Zu schade, dass der Maulwurf nicht sehen kann, wo er hinläuft. Maulwürfe sind nicht wirklich blind, sie sehen einfach nur furchtbar schlecht. Und sie sind farbenblind. Und eine Brille können sie da unten auch nicht tragen. Der stolze Gepard. Er sprintet mit Warp-Geschwindigkeit durch die Savanne. Ich bin seit Jahrmillionen das schnellste Landsäugetier. Ich krieg das hin. Der schnellste je aufgezeichnete Gepard war ein Weibchen namens Sarah. Als sie 11 war, lief sie die 100 Meter in unter 6 Sekunden. Ein Gepard kann bis zu 130 Kilometer pro Stunde schnell laufen, wenn er oder sie etwas Leckeres sieht. Sarah wuchs in einem US-Zoo auf und war in der Zeit einer der ersten Geparden mit einem Welpenkumpel. Alexa und Sarah, best friends forever. Aber direkt über Sarah flattert eine bescheidene kleine Fledermaus und die lässt Sarah langsam aussehen. Die mexikanische Bulldog-Fledermaus kommt auf 160 Kilometer pro Stunde und ist das schnellste Säugetier unseres Planeten. Jetzt ist es Zeit für ein wenig Schrumpfen. Der erste am Startblock ist der australische Sandlaufkäfer. Der schießt mit 10 Kilometern pro Stunde vorwärts. Das klingt nicht nach sehr viel, aber gemessen an seiner Größe ist das blitzschnell. Das wäre, als würde ein Mensch neben einem Hochgeschwindigkeitszug herrennen. Auf der mittleren Bahn haben wir die Silberameise. Ameisen sind Teamplayer und am stärksten, wenn sie zusammenarbeiten. Aber selbst eine Ameise kann wahnsinnig stark sein. Sie kann das Hundertfache ihres eigenen Gewichts heben und sprinten, als gäbe es keinen Morgen. Usain Bolt macht 4 Schritte pro Sekunde, die Silberameise 50. Die Wissenschaft hat sogar herausgefunden, dass diese kleinen Krabbler auf Höchstgeschwindigkeit gern galoppieren. Unsere letzte Teilnehmerin, das schnellste Tier der Erde. Es ist kein geringeres als diese winzige Milbe. Sie ist gerade mal so groß wie ein Sesamkorn. Nach Körperlängen pro Sekunde gerechnet überholt dieses mikroskopische Tier alles und jedes auf dem Planeten. Man geht davon aus, dass es fast 2-mal so schnell ist wie der Sandlaufkäfer und wäre sie so groß wie ein Mensch, wäre sie schneller als der Schall. Aber zurück zu den Kriechern. Sind die schon fertig? Die Schildkröte liegt vorn. Die Schnecke ist endlich an diesem großen Felsen vorbei und das Faultier ist auf dem Weg zu Ast Nummer 2. Die Schildkröte ist knapp 1 Meter von der Ziellinie entfernt. Wow! Viel mehr von dieser Spannung halte ich nicht aus, aber ich glaube, ich habe Zeit für einen Latte. Wenn ihr denkt, eure Eltern wären zu hart zu euch gewesen, wird diese Liste eure Ansichten bezüglich schlechter Eltern vielleicht ändern. Weibliche Pferde oder Stuten sind etwa 1 Jahr lang trächtig. Das mag furchtbar klingen, aber Elefanten wären da anderer Meinung. Sie sind bis zu 22 Monate trächtig. Anders als die meisten Tiere, die es gerne ruhig angehen, während sie auf ihre Jungs warten, bedeutet die Trächtigkeit für Stuten Party. Sobald eine Stute trächtig ist, paart sie sich mit jedem Hengst der Herde. Obwohl das sinnlos erscheint, weil sie schon trächtig ist, hat es einen guten Grund. Männliche Pferde sind in Gegenwart ihrer Rivalen sehr stolz und sehr aggressiv. Aber wenn ein Hengst glaubt, ein neugeborenes Fohlen sei seins, ist es unwahrscheinlich, dass er es angreifen würde. Die Absicht der Stuten ist es also, die Fohlen zu schützen, indem sie verhindern, dass die Hengste herausfinden, wer der echte Vater ist. Was sie ja eigentlich wieder zu guten Müttern macht. Deshalb stehen sie auf unserer Liste ganz unten. Weibliche Kuckucke sind bekannt dafür, ihre Küken zu verlassen, bevor sie überhaupt geschlüpft sind. Sie legen ihre Eier einfach in die Nester anderer Vögel und verlassen sie.
Es ist schwer, die echten Eier von den Findlingen zu unterscheiden, weshalb die unglücklichen Opfer sie alle bebrüten. In der Zwischenzeit genießen die Kuckucke ihr Single-Leben. Leider ist es keine Win-Win-Situation. Das Kuckuck-Küken bringt seinen Pflegeeltern nur Unglück und Verlust. Es wächst schneller und schlüpft früher, wodurch die kleineren, biologischen Küken aus dem Nest fallen. Ach, Spatzen sind so süß. Aber vertraut ihren kleinen süßen Gesichtern nicht. Ein weiblicher Hausspatz ist eine liebevolle Mutter, aber auch eine fürchterliche Stiefmutter, die sogar Aschenputteln das Fürchten lernen würde. Spatzen sind eigentlich monogam, aber manchmal haben sie Beziehungen außerhalb ihres Heimatnests. Wenn das passiert, kann ein weiblicher Spatz herausfinden, wer die andere war, die sich mit ihrem Partner gepaart hat, und ihr Nest zerstören. Warum? Um sicherzugehen, dass das Männchen genug Zeit hat, ihr mit ihren Jungen zu helfen. Scheinbar haben die noch nichts von Babysittern gehört. Sattelrobben kümmern sich in den ersten 2 Wochen hingebungsvoll um ihre Jungen. Deshalb sind sie nicht die schlimmsten Tiermütter. In dieser kurzen Zeit halten sie die Jungen nah bei sich und stillen und füttern sie rund um die Uhr. Aber danach lassen die Mütter die Jungen allein auf dem Eis zurück. Die Robbenjungen sind noch sehr wehrlos, denn sie können noch nicht schwimmen, jagen oder sich verteidigen. Um all das zu lernen, müssen sie mindestens 2 Monate alt sein. Also warten sie bis dahin, verlieren an Gewicht und versuchen, nicht von Raubtieren gefressen zu werden. Es ist nicht verwunderlich, dass nur 1/3 aller Babyrobben es durchs erste Lebensjahr schafft. Hamster sind harmlos und süß, oder? Nein, sie haben ein dunkles Geheimnis, das ihre Besitzer schockieren kann, wenn sie davon nichts wussten. In einigen Fällen verwechseln weibliche Hamster ihre Jungen mit Futter. Niemand weiß genau warum, aber Forscher haben mehrere Theorien aufgestellt. Einige legen nahe, dass sie nach der Geburt Nährstoffe aufnehmen müssen. Andere behaupten, dass Hamstermütter von zu großen Würfen gestresst sein könnten, sich bedroht fühlen könnten und die Jungen als Schutzmaßnahme fressen. Um dieses traurige Ende zu verhindern, empfehlen Experten, die Hamstermutter vor Stress zu schützen und sie ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen. Alles oder nichts ist vermutlich das Lieblingsmotto von Schwarzbären. Sie haben normalerweise 2 oder 3 Junge gleichzeitig. Aber wenn eine Bärenmutter nur 1 Junges hat, wird sie es vermutlich in der Hoffnung auf einen größeren Wurf im nächsten Jahr verlassen. Warum? Vermutlich, weil es sich kaum lohnt, nur 1 Junges großzuziehen. Während ein Schwarzbärenjunges mit einem Geschwisterchen vermutlich größere Überlebenschancen hat, ist es bei Pandas genau umgekehrt. Es ist schwer vorstellbar, aber diese süßen, flauschigen Bären sind keine guten Eltern. Pandamütter bekommen normalerweise Zwillinge, ziehen aber meist nur 1 davon groß. Sie füttern und umsorgen das stärkere Junge. Das schwächere wird vernachlässigt und ist gezwungen, alleine zu überleben. Die Erklärung für diese Grausamkeit ist logisch. Pandas fressen Bambus, aber der ist nicht nährstoffreich genug, um Milch für beide Jungen zu produzieren. Selbst Pandas in Zoos folgen dieser Tradition. Aber zum Glück versorgen die Tierpfleger alle Jungen mit Milch. Obwohl Affen eigentlich als fürsorgliche, verantwortungsvolle Eltern gelten, sind diese kleinen, schnauzbärtigen Äffchen eine Ausnahme. Nach ihrer etwa 5-monatigen Trächtigkeit gebärt eine Tamarinmutter normalerweise Zwillinge. Und wenn diese versehentlich aus dem Baum fallen, hat sie die Nerven, die Schreie ihrer Kinder zu ignorieren. Einige schmeißen ihre Jungen aus unbekannten Gründen auch absichtlich aus Bäumen. Wer weiß, was in ihren kleinen Köpfchen vorgeht. Aber nicht alle von ihnen sind so kaltherzig. Wenn eine Tamarinmutter in einer großen sozialen Gruppe mit starken Beschützern und genug Futter lebt, wird sie sich eher gut um ihre Jungen kümmern. Aber wenn niemand zusieht oder hilft, kann sie aufhören, sich Mühe zu geben. Vermutlich, weil die Jungen dann eh keine hohe Überlebenschance haben. Obwohl Tamarine wie tolle Haustiere aussehen, meinen Experten, dass diese Äffchen mehr tägliche Zuwendung und Pflege bräuchten als alle anderen Haustiere. Naja, wenigstens seid ihr zu schwer, um aus einem Baum geworfen zu werden. Kaninchen werden oft mit warmen Umarmungen und Kuscheln assoziiert, aber in Wirklichkeit gehen sie mit ihren eigenen Neugeborenen nicht ganz so sanft um.
Kaninchenmütter verlassen ihren Bau oft kurz nach der Geburt und diese süßen kleinen Kerlchen müssen alleine lernen, wie man überlebt. Sie sehen ihre Mutter nur für ein paar Minuten am Tag zum Füttern. Forscher glauben, dass weibliche Kaninchen ihre Jungen verlassen, um Fressfeinde zu verwirren und fernzuhalten. Natürlich ist diese Methode keine hundertprozentige Garantie. Schließlich geben Kaninchenmütter sich keine besondere Mühe, einen sicheren Bau für ihre Jungen zu schaffen. Dieser liegt normalerweise frei. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo der glückliche Vater ist. Nun, man sollte eine Kaninchenmutter und ihre Neugeborenen von Männchen isolieren. Anders als Pferde werden die Männchen den Jungen vermutlich nichts tun, aber sie könnten das Weibchen erneut schwängern, sogar noch am Tag der Geburt. Reptilien sind nicht als freundliche und fürsorgliche Tiere bekannt und ihr pragmatischer Lebensansatz gilt auch für ihre Erziehungsweisen. Aber Langschwanzeidechsen bringen den Schutz persönlicher Grenzen auf ein ganz neues Level. Diese Eidechsenmutter frisst ihre eigenen Eier, wenn zu viele Fressfeinde in der Nähe sind. Sie wird sich keine Mühe geben, sie zu verteidigen. Vielleicht ist ihre Philosophie ja, wenn ich sie nicht habe. Löwen, Elefanten und Bären. Drei der schönsten und zugleich bedrohlichsten Vertreter des Tierreichs. Aber sind sie wirklich so bedrohlich? Vielleicht haben sie ja auch eine sanfte Seite. Du wirst überrascht sein. Schauen wir sie uns mal an. Wir fangen mit dem allseits bekannten König des Dschungels an, dem Löwen. Zu den Elefanten kommen wir gleich. Du kennst bestimmt jemanden, der behauptet hat, dass Dschungelkatzen Angst vor etwas haben, was wir Menschen lieben. Kleiner Hinweis, es bedeckt 70% der Erdoberfläche. Stimmt das? Hat der wilde Löwe Angst vor Wasser? Naja, das ist eigentlich ein Mythos. Löwen baden gerne im Wasser, weil sie sich daran abkühlen. Was ja auch verständlich ist, wenn du an die klimatischen Bedingungen denkst, denen die Tiere ausgesetzt sind. Die Temperatur in der Savanne reicht von 20 bis 30 Grad. Bei diesem warmen Wetter gehst du doch auch gerne an den Strand, oder? Warum sollten wir also etwas anderes vom Löwen erwarten? Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Tiere zwischen 130 und 190 Kilo wiegen und dazu noch ein dickes Fell haben. Die Ironie am Mythos, dass Löwen Angst vor Wasser haben, liegt in der Tatsache, dass sie fantastische Schwimmer sind. Das gleiche gilt übrigens auch für alle anderen Großkatzen, die in warmen Klimazonen leben, wie Tiger, Leoparden, Jaguare und Ozelots. Großkatzen aus kalten Klimazonen meiden dagegen das Wasser. Das gilt für Rotluchse, Luchse und Schneeleoparden. Der Schneeleopard lebt zum Beispiel in der kalten alpinen Tundra, einer felsigen Gebirgsregion. Dort sinkt die Temperatur im Durchschnitt auf bis zu 1 Grad Celsius. Bei diesen Großkatzen ist es logisch, dass sie Wasser verabscheuen. Wenn nämlich ihr Fell nass wird, haben sie keine Chance, sich warm zu halten. Ich denke, du musst nicht lange überlegen, um herauszufinden, wie der Mythos Löwen haben Angst vor Wasser entstand. Während du dir dieses Video anschaust, läuft wahrscheinlich der Grund für diesen Mythos durch dein Zimmer und macht Unfug. Ja, vielleicht haben nur wir bestimmte Verhaltensweisen unserer Hauskatze auf den Löwen projiziert. Hauskatzen sind zwar mit allen oben genannten Großkatzen verwandt, stammen aber nicht direkt von ihnen ab. Stattdessen haben sie sich über Millionen von Jahren aus einem einzigen wilden Vorfahren entwickelt, der auch heute noch in freier Wildbahn lebt. Es ist die nahöstliche Wildkatze. Weil es im Nahen Osten nicht viel Wasser gibt, haben diese Katzen kaum Berührungspunkte mit Wasser. Wie ihre Nachfahren kennen sie es nur als Trinkquelle. So verhält es sich auch bei deiner Hauskatze. Sie badet nicht gerne, geht nicht schwimmen und kommt generell kaum mit Wasser in Kontakt. Aber das muss sie auch nicht. Hauskatzen nutzen ihre Zunge, um sich zu putzen. Das klappt, weil ihre Zungen winzige, hakenförmige Papillen haben. Mit ihnen können Katzen Knoten entfernen und das Fell säubern, süß duften und sehen immer tadellos aus. Wenn du eine Katze hast, dann weißt du, dass es sehr eigenwillige Wesen sind. Vielleicht hast du mir auch gerade vehement widersprochen, weil deine Katze Wasser liebt. Das ist definitiv möglich. Manche Katzen spielen sogar lieber mit Wasser als mit Mäuschen. Zum Beispiel mit dem tropfenden Wasserhahn oder mit den Schaumblasen in der Badewanne. Dann gibt es auch Katzenrassen, die das Wasser so richtig lieben. Die Türkisch Fan zum Beispiel. Sie ist als schwimmende Katze bekannt geworden. Es wird vermutet, dass die Rasse eine Vorliebe für Wasser entwickelt hat, weil sie am Fansee lebte und schwimmen ging, um sich abzukühlen. Dieser See liegt in dem Gebiet, aus dem die ursprünglichen Tiere stammen. Kommen wir zu einem Problem, mit dem eine Katze definitiv nichts zu tun haben sollte.
Hast du schon mal von Musophobie gehört? Auch Suriphobie genannt. Beide Wörter bezeichnen die Angst vor Mäusen und Ratten. Viele Leute glauben, dass ein Tier besonders von dieser Angst betroffen ist. Richtig, der Elefant. Das Tier, das je nach Art etwa 3 Meter groß wird und etwa 4080 Kilo wiegt, hat angeblich Angst vor einem Wesen, das gerade mal 10 Zentimeter lang wird und weniger als ein halbes Kilo wiegt. Aber woher kommt dieser Glaube? Also, er wird unter anderem damit begründet, dass Elefanten eine Paranoia gegenüber Mäusen haben, weil sie in ihre Rüssel klettern könnten. Wenn das einer Maus gelänge, würde das im Rüssel ganz schön kitzeln und ihn letztendlich verstopfen. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber das ist nicht mehr als ein Irrglaube, ein Mythos. In der Wissenschaft gibt es keine konkreten Beweise, dass Elefanten Angst vor Mäusen haben. Das Einzige, was man herausgefunden hat, ist, dass sich die riesigen Tiere erschrecken, wenn ein kleiner Nager plötzlich auftaucht. Das geht uns ja auch so, oder? Experten sagen auch, dass selbst wenn eine Maus in den Elefantenrüssel krabbelt, dieser sie mühelos mit einem Schnauber wieder rausblasen kann. Es gibt sogar Hinweise, dass Elefanten die Gesellschaft von Nagetieren tolerieren und Mäuse sogar auf ihrem Kopf und Rüssel rumklettern lassen. Experten sind sich sicher, solange ein Elefant gesund ist, gibt es kaum ein Tier, das er fürchtet, schon alleine wegen seiner Größe. Löwen haben also keine Angst vor Wasser, Elefanten haben keine Angst vor Mäusen. Sind die Gerüchte über ihre Ängste also nicht wahr? Die Antwort auf die Frage, ob ein Bär sich vor etwas fürchtet, wird dich wohl auch etwas enttäuschen. Na, mal sehen. Applaus bitte für den wahren und einzigartigen besten Freund des Menschen. Ja, Bären fühlen sich in der Nähe von Hunden unwohl. Und das, obwohl sie genetisch sehr eng miteinander verwandt sind. Wenn die beiden Tiere aufeinandertreffen, jagt der Hund den Bären, schüchtert ihn ein, drängt ihn in die Enge und rückt ihm immer näher zu Leibe. Und was macht das mächtige Tier? Es versucht krampfhaft, jede Begegnung mit dem Hund zu vermeiden. Es gibt sogar eine finnische Hunderasse, der karelische Bärenhund, der eingesetzt wird, um große Tiere wie Bären zu verscheuchen. Diese Rasse hat einen guten Orientierungssinn, eine erstklassige Körperbeherrschung, viel Mut, einen ausgeprägten Geruchssinn und sehr viel Ausdauer. Falls du jetzt denkst, dass du mit deinem Hund durch ein Bärengebiet spazieren kannst, weil dich dein treuer Freund beschützt, dann rate ich dir davon ab. Klar, bei uns in Deutschland wirst du keinem freilaufenden Bären begegnen, aber falls du mal in Nordamerika unterwegs bist, dann könntest du dem amerikanischen Schwarzbär über den Weg laufen. Er wird fast 2 Meter groß und kann bis zu 300 Kilo wiegen. Wenn es dann noch eine Bärenmutter ist, die sich eingeengt fühlt und Angst um ihre Jungen hat, wird sie zuschlagen, was für dich und deinen Hund nicht gut endet. Daher rate ich dir von einem Selbstversuch ab. Willst du aber in einem unbekannten Gebiet mit deinem Hund wandern gehen, dann informiere dich vorher über die Tiere, die du dort antreffen könntest. Man weiß nie, was ein Bär tut, wenn er dich und deinen Hund sieht. Vor allem nicht, wenn er an einer leichten Kanophobie leidet. So nennt man die Angst vor Hunden. Okay, wir haben also bei diesen 3 harten Jungs aus dem Tierreich keine echte Angst vor einem anderen Tier gefunden. Aber schon seltsam, dass ein Hund, den wir zu Hause verhätscheln, immer noch mutig genug ist, sich mit einem Bären anzulegen, wenn es sein muss. Nun ja, nicht alle Helden tragen Umhänge. Manche tragen einfach nur Fell und Halsband. Lass uns mal schauen, wovor unsere treuen Gefährten Angst haben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich dein Hund bei lauten Geräuschen unwohl fühlt? Der Grad der Angst ist bei jedem Hund unterschiedlich und Auslöser ist die Unvorhersehbarkeit von Geräuschen, beispielsweise vom Gewitter oder vom Feuerwerk. Die Unfähigkeit zu verstehen, was diesen ohrenbetäubenden Lärm verursacht, führt dazu, dass dein Hund vor Angst zittert, seinen Schwanz zwischen die Beine klemmt und wegläuft. Eine andere Sache, die unserem treuen Freund Angst bereitet, ist das lange alleine lassen. Das kann auch schnell zum Albtraum für deine Nachbarn werden, denn ein häufiges Symptom dieser Angst ist das übermäßige Bellen. Diese Angst zeigt sich auch in deinen 4 Wänden. Hat dein Hund schon mal dein Sofa zerkaut? Jetzt weißt du warum. Auch Unfälle, die die Stubenreinheit betreffen, sind typisch, wenn ein Hund unter Trennungsangst leidet. Du kannst aber nie lange böse sein auf deinen Hund, stimmt? Spätestens, wenn ihr einem Bären begegnet, wird er es wieder gut machen. Faultiere können ihren Atem länger anhalten als Delfine. Ja, unglaublich, aber wahr. Sie verlangsamen ihren Herzschlag so weit, dass sie bis zu 40 Minuten unter Wasser bleiben können. Anders als andere Fische sind Delfine und Wale Wassersäugetiere. Das bedeutet, dass sie nicht unter Wasser atmen können. Was die Atmung angeht, sind sie uns also ähnlicher als Fische. Beide haben eine Lunge und atmen die Luft durch das sogenannte Luftloch.
Wenn sie also unter Wasser sind, halten sie die Luft an, bis sie wieder auftauchen, um zu atmen. Delfine können bis zu 10 Minuten unter Wasser bleiben. Ein Pottwal kann 90 Minuten lang die Luft anhalten. Aber der Seeelefant hält den Rekord unter allen Wassersäugetieren und kann bis zu 2 Stunden unter Wasser bleiben. Es gibt eine Wespe, die so winzig klein ist, dass sie sogar noch kleiner ist als eine Amöbe. Und das, obwohl Amöben nur aus einer Zelle bestehen. Hier siehst du, dass diese Mini-Wespe die gleichen Körperteile hat wie andere Insekten. Flügel, Gehirn, Augen und der Rest. Aber sie ist eine sehr kleine Version eines Insekts, denn sie ist nur 0,2 mm groß. Und das kleinste ausgewachsene Insekt, das wir kennen, ist eine parasitische Wespe mit dem treffenden Namen Zwergwespe. Die Männchen haben keine Flügel, sind blind und nur 0,13 mm groß. Es ist kein Zufall, dass jede Tierart unterschiedliche Farben und Muster hat. Einmal hilft es den Tieren, auf der Suche nach potenziellen Paarungspartnern aufzufallen oder Raubtiere zu warnen, dass sie giftig sind, in der Hoffnung, dass die Botschaft auch ankommt. Dann gibt es aber noch die Raubtiere, die aus dem Hinterhalt angreifen, wie die Tiger. Für sie ist es wichtig, so lange wie möglich unsichtbar zu bleiben, denn wenn ihre Beute sie zu früh entdeckt, gibt es kein Abendessen. Da stellt sich doch die Frage, warum Tiger orange sind, oder? Wir nutzen die Farbe orange für Dinge, die besonders gut sichtbar sein müssen. Zum Beispiel Sicherheitswesten oder Verkehrsleitkegel. Für unser Auge sticht orange aus der Umgebung hervor. Wenn also ein Tiger auf dich zukommt, kannst du ihn relativ leicht erkennen. Aber nur, weil wir Menschen das sogenannte trichromatische Farbsehen haben. Wenn Licht aus deiner Umgebung in dein Auge fällt, trifft es auf die Netzhaut, das ist die dünne Schicht hinter deinem Auge. Um dieses Licht zu verarbeiten, verwendet die Netzhaut 2 Arten von Lichtrezeptoren, Stäbchen und Zapfen. Die Stäbchen können nur Unterschiede zwischen Licht und Dunkelheit wahrnehmen, also keine Farben. Bei schwachem Licht verlassen sich unsere Augen hauptsächlich auf die Stäbchen. Die Zapfen sind für die Farbwahrnehmung zuständig. Der Mensch hat 3 Zapfenarten. Einen für grün, blau und rot. Deshalb nennen wir unser Sehvermögen auch trichromatisch. Die meisten von uns sehen also die 3 Grundfarben und deren bunte Kombinationen. Auch Affen haben diesen Sehtyp. Aber die meisten Landsäugetiere, darunter auch Katzen, Pferde, Hirsche und Hunde, haben nur ein dichromatisches Farbsehen. Die Netzhaut in ihren Augen hat nur Zapfen für 2 Farben, grün und blau. Wenn Menschen Farben nur mit den grünen und blauen Zapfen wahrnehmen können, werden sie als farbenblind bezeichnet, weil sie zum Beispiel nicht zwischen grün und roten Farbtönen unterscheiden können. Und so ist es auch bei diesen Landsäugetieren. Hirsche stehen beim Tiger auf dem Speiseplan. Und für Hirsche sehen Tiger nicht orange aus, sondern grün. Wenn die Tiger von Natur aus grün wären, dann könnten sie theoretisch mehr Beute machen. Aber die Evolution hat sich für orange entschieden, wohl weil die Farbe einfacher zu produzieren ist. Das einzige grüne Säugetier ist das Faultier. Aber sein Fell ist nicht von Natur aus grün, sondern wegen der Algen, die darin wachsen. Und sie können ihren Atem für 40 Minuten anhalten. Das Wasser um die Pole wird zu bestimmten Zeiten des Jahres noch viel kälter. Und die vielen Fische, die dort leben, müssen dann wegschwimmen, wenn sie überleben wollen. Aber es gibt besondere Fische, die im Südpolarmeer nahe der Antarktis heimisch sind. Dort ist es -2 bis +4 Grad kalt. Technisch gesehen ist das unter dem Gefrierpunkt, aber wegen der gelösten Salze im Meerwasser kann es nicht gefrieren. Und diese Fische überleben in diesem Eiswasser, weil sie etwas Besonderes haben. Es wird Glykoprotein genannt. Dank dieses Proteins können sie zu Hause bleiben, weil es wie eine Art natürliches Frostschutzmittel wirkt. Dieses Protein verhindert, dass sich Eiskristalle im Blut bilden. Es sorgt also dafür, dass es normal weiterfließt. Hast du dich schon mal gefragt, wie kleine Tiere atmen, Ameisen zum Beispiel? Öffne deinen Mund und deine Kehle, aber ohne deinen Brustkorb und dein Zwerchfell zu bewegen. Das Zwerchfell ist eine Muskelstruktur, die bei allen Säugetieren die Brust von der Bauchhöhle trennt.
Es dehnt sich, wenn du atmest, und wenn du es nicht bewegst, kannst du nicht atmen und hältst die Luft an. Also, dein Zwerchfell pumpt beim Atmen aktiv Luft in deinen Körper und wieder raus. Wenn du kein Zwerchfell hättest, bräuchtest du mehr als eine Kehle und dein Körper müsste viel kleiner sein. Ameisen haben 9 oder 10 Paare von Öffnungen an den Seiten ihres winzigen Körpers. Sie werden Spirakel genannt und sind mit vielen verzweigten Röhren verbunden. Dieses System ähnelt der menschlichen Lunge. Aber nicht ihr Blut transportiert den Sauerstoff von den Röhren zum Rest des Körpers, sondern die tief verzweigten Röhren. Die Enden dieser Verzweigungen berühren direkt die Membranen ihrer Zellen. Diese Art der Atmung kann nur bei sehr kleinen Tieren funktionieren. Ist der Körper größer als 2 cm, wären diese Röhren zu lang und könnten die Luft nicht mehr schnell genug im Körper verteilen. Es gibt ein paar Gründe, warum Giraffen lange Hälse haben, der übrigens bis zu 2 Meter lang werden kann. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Evolution es gut mit ihnen gemeint hat, weil sie bequem an die obersten und leckersten Blätter der Bäume rankommen. Sie haben quasi Zugang zu einem exklusiven Buffet, von dem andere Tiere nur träumen können. Außerdem müssen Giraffen nicht um die besten Happen konkurrieren. Aber Forschungen haben gezeigt, dass das nicht der einzige Grund ist. Man geht davon aus, dass ein stattlicher Hals ein Erfolgsfaktor ist, wenn 2 männliche Giraffen in den Kampf ziehen. So ähnlich wie bei den männlichen Antilopen oder den Hirschen, die ihr Geweih einsetzen. Je kräftiger der Hals, desto größer ist die Chance, den Kampf zu gewinnen. Manche Insekten spielen Opossum, wenn ein Raubtier in der Nähe ist. In einer Studie haben wissenschaftliche Arbeitsgruppen eine Ameisenlöwenlarve beobachtet. Sie spielte 61 Minuten lang das Opossum, indem sie sich totstellte. Ich frage mich ja, wie dieser Trick helfen soll. Naja, angenommen, du bist im Garten und siehst viele Sträucher mit Beeren dran. Du gehst zum ersten Strauch und pflückst. Na, auf der Suche nach was Schleimigem? Viele Menschen glauben ja, dass Schnecken einfach nur Nacktschnecken mit Haus sind. Sie mögen sich ähnlich sehen, doch es sind völlig verschiedene Arten. Nacktschnecken brauchen kein Haus zum Schutz, da all ihre Organe in ihrem schleimigen Körper liegen. Sie können sich dünn machen und in die kleinsten Ritzen kriechen, wie unter Baumrinde oder in schmale Risse. Schnecken hingegen sind fest mit ihrem Haus verbunden und können ohne es nicht überleben. Im Gegensatz zu Einsiedlerkrebsen, die ihr Haus während des Wachstums wechseln, werden Schnecken mit dem Haus auf dem Rücken geboren. Babyschnecken sehen mit ihren zerbrechlichen, durchscheinenden Häuschen, die im Laufe der Zeit verkalken und wachsen, unendlich süß aus. So niedlich. Viele innere Organe der Schnecke befinden sich im Schneckenhaus. Wird es zerquetscht oder beschädigt, überlebt das Tier es vermutlich nicht. Kleinere Risse und Kratzer kann sie jedoch durch die Sekretion von Proteinen und Kalzium reparieren. Schildkröten sind in dieser Hinsicht den Schnecken sehr ähnlich, da sie entgegen einem beliebten Irrglauben ihren Panzer ebenfalls nicht ausziehen können. Der Panzer ist ein wesentlicher Teil des Körpers. Das Tier kann zwar Kopf und Gliedmaßen zum Schutz vor Fressfeinden einziehen, aber das Skelett ist fest mit dem Panzer verbunden. Wie das Skelett bei anderen Tieren wächst auch der Panzer einer Schildkröte mit. Koalas essen nur Eukalyptusblätter. Es gibt über 600 Eukalyptussorten, aber Koalas fressen davon lediglich 30 Arten, also 5% des verfügbaren Angebots. Es muss also schon ein ganz besonderer Eukalyptusbaum sein, um dem Koala als Nahrung dienen zu können. Diese knuffigen Tiere haben auch etwas mit Katzen gemeinsam. Sie schlafen 18 bis 20 Stunden am Tag. Eisbären sind gar nicht weiß. Ihre Haut unter dem Fell ist schwarz. Ihre weiße Färbung dient der Tarnung während der Jagd. Die schwarze Farbe absorbiert die Sonne besser als jede andere. Weißes Fell wiederum hält die Sonnenstrahlen nicht auf. Sie dringen einfach hindurch. Im Prinzip hat ein Eisbär transparentes Fell. Es existiert der Mythos, dass Katzen und Hunde die Welt nur in Schwarz-Weiß sehen würden. Tatsächlich können sie einige Farben nicht unterscheiden. Wir vermuten, dass es Blau und Gelb sind. Dafür sehen sie die Schattierungen anderer Farben deutlich besser als wir. Und Katzen können in der Nacht ganz besonders gut sehen. Sie benötigen etwa 7-mal weniger Licht als Menschen, um im Dunkeln etwas sehen zu können. Giraffen wurden immer für stumm gehalten. Doch kürzlich fand man heraus, dass sie nachts tieffrequente Geräusche machen, um miteinander zu kommunizieren. Am Tage sind sie still und warnen einander auf sehr ungewöhnliche Art und Weise. Sie bewegen ihre gut entwickelten Augenbrauen.
In der Nacht ist es vermutlich schwer, die Augenbrauen der anderen zu erkennen, also machen sie doch mal den Mund auf. Da wir gerade bei Giraffen sind, diese Tiere schlafen mehr als 30 Minuten am Tag, aber vermutlich nicht so viel wie du. Ihr Schlafmuster ist recht typisch. Forscher untersuchten eine Giraffenherde und fanden heraus, dass sie nachts schliefen und am Nachmittag kurze Nickerchen hielten. Insgesamt schläft eine Giraffe etwa 5 Stunden am Tag. Aber es scheint doch genug für diese majestätischen Tierchen zu sein, meinst du nicht? Seemöwen können Salzwasser trinken. In der Nähe ihrer Augen haben sie salzsezernierende Drüsen. Diese Drüsen reinigen das Meerwasser sehr schnell. Das salzige Sekret wird über die Nasenöffnungen abgegeben. Du hast es erraten, salziger Schnodder. Adelie-Pinguine sind wahre Romantiker. Sie haben ihr Leben lang nur einen Partner. Das Männchen schenkt dem Weibchen einen glatten Stein, um eine Familie zu gründen. Man könnte sagen, als eine Art Verlobungsring. Allerdings können die Weibchen genauso wie Frauen das Geschenk ablehnen. Apropos Tierliebe, auch Füchse sind romantisch. Männliche Füchse sind gute Väter und Ehemänner. Sie sind stets für ihre Liebsten da. Sie sorgen sich um die Weibchen und entfernen ihnen Flöhe aus dem Fell, bessern den Fuchsbau aus und nehmen an der Jungtieraufzucht aktiv teil. Delfine können mit einem offenen und einem geschlossenen Auge schlafen. Das halbe Gehirn träumt, während die andere Hälfte nach Gefahren Ausschau hält. Das perfekte Gehirn zum Schlafen während langweiliger Unterrichtsstunden und Meetings. Oh, hab ich das laut gesagt? Außerdem kontrollieren Delfine aktiv ihre Atmung. Würde das ganze Gehirn schlafen, würden sie einfach ertrinken. Seeotter sind beim Schlafen die niedlichsten Tiere von allen. Im Sommer verbringen sie wegen der Hitze den ganzen Tag im Wasser. Sie schwimmen auf dem Rücken und schlafen auch in dieser Position. Ihre Babys schlafen auf dem Bauch der Mutter. Und 2 ausgewachsene Otter halten sich an den Pfötchen, um nicht von Strömungen davongetragen zu werden. Strauße stecken nicht den Kopf in den Sand, wenn Gefahr droht. Sie vergraben ihren Kopf überhaupt nicht. Dieser Mythos hat wohl eher mit der Redewendung den Kopf in den Sand stecken zu tun. In Wahrheit buddeln Strauße Löcher, um ihre Eier abzulegen. Damit die Eier gleichmäßig warm bleiben, müssen sie hin und wieder gewendet werden. Wie in der Pfanne. Dafür steckt der Strauß seinen Kopf in das Loch. Trotzdem haben Strauße eine seltsame Fluchtstrategie. Bei Gefahr schmeißen sie sich reglos in den Sand und stellen sich tot. Es ist ein Irrglaube, dass Haie nur beim Schwimmen atmen können, weil nur dann Wasser durch ihre Kiemen strömt. Viele Haiarten sind zwar so gebaut, aber viele andere, wie der am Meeresgrund lebende Ammenhai, brauchen sich nicht bewegen, um Wasser durch die Kiemen zu pumpen. Allerdings haben Haie keine Schwimmblase. Hören sie auf zu schwimmen, sinken sie einfach zum Grund. Doch da ihr Körper nicht komprimiert werden kann, schadet schnelles Auf- und Abtauchen ihnen nicht. Wissenschaftler aus Japan spielten Katzenaufnahmen vor, um zu beweisen, dass sie einfach respektlos sind. In diesen Aufnahmen riefen die Besitzer ihre Tiere beim Namen. Die Pupillen der Katzen weiteten sich und sie wackelten mit Schwanz, Beinen oder Ohren. Sie hörten also sehr wohl ihren Menschen, ignorierten ihn aber. Alles eine Sache der Evolution. Die Katzen kamen zu den Menschen, weil sie von den Mäusen im Getreide angezogen wurden. Sie lebten bei Menschen, wurden aber nie gezähmt und trotzdem füttern wir sie. Vögel sind die einzigen überlebenden Dinosaurier. Sie entwickelten sich aus Theropoden, den Dinosauriern, die auf 2 Beinen liefen. Ja, T-Rex ist ein ferner Verwandter von Hühnern, Straußen und sogar Kolibris. Eigentlich sind Flamingos weiß. Die Vögel werden erst durch Beta-Carotin rosa. Das Pigment befindet sich in ihrer Nahrung aus Algen und Krebsen. Auch du kannst deine Hautfarbe beeinflussen. Wenn du viele Möhren isst, verfärbt sich deine Haut leicht orange. Der Grund dafür ist der hohe Beta-Carotin-Gehalt in diesem Gemüse. Seefahrer auf der ganzen Welt berichteten von Riesentintenfischen, denen sie auf ihren Reisen begegnet sein wollten. Viele Jahre lang hielt man diese Monster mit langen Tentakeln für Seemannsgarn. Doch 2004 entstand das erste Foto eines Riesenkalmars. Sie existieren wirklich. Wissenschaftler haben ein Tier erfasst, das 13 Meter lang war. Mücken beißen manche Menschen lieber als andere. Die leckersten Menschen haben die Blutgruppe 0. Diese Insekten können auch verdammt gut sehen. Sie finden die Farben grün, schwarz und rot anziehend. Überlege dir also gut, was du beim Zelten anziehst. Du kannst einen Hai für 15 Minuten in Trance versetzen. Dazu musst du nur die Nase dieses gefährlichen Tiers streicheln.
Diese Art der Hypnose wird als tonische Immobilität bezeichnet. Grund dafür sind Rezeptoren in der Nase, die beim Streicheln so viele Signale abfeuern, dass das Gehirn des Hais sie nicht verarbeiten kann. Die Frage ist nur, wie du nah genug an die Nase eines Hais kommst, um sie zu rubbeln. Das wäre doch mal eine wichtige Info, oder? Elefanten haben nicht direkt vor Mäusen Angst. Aber diese mächtigen Tiere sehen einfach schlecht. Und sie bewegen sich recht langsam. Daher können sie sich leicht vor einem Vogel oder einem kleinen Wesen wie einer Maus, das an ihnen vorbeisaust, erschrecken. Überraschungsmoment, weiter nichts. Das Chamäleon kann seine Farbe verändern. Aber das tut es nicht, um sich zu tarnen. Die Farbveränderung dient der Thermoregulation und Kommunikation mit Artgenossen. Bei den meisten Hunden, die hecheln, hängt die Zunge lang raus. Viele Menschen denken, dass sie auf diese Weise schwitzen. Doch die Schweißdrüsen sitzen bei Hunden an den Pfoten. Es gibt auch noch an anderen Körperstellen Schweißdrüsen. Hunde hecheln, um Feuchtigkeit von der Zunge, der Nasenschleimhaut und dem Totraum der Lunge verdunsten zu lassen. Dadurch kühlen sie sich. Du magst dich zwar von Wespen fernhalten wollen, aber verlasse dich nicht darauf, dass sie es dir gleich tun. Bienen respektieren die Grenzen der Menschen. Wenn du sie nicht ärgerst, tun sie dir auch nichts. Aber Wespen sind so übellaunig, dass sie dich auch stechen, wenn du nur an ihrem Nest vorbeigehst. Also wirklich, schämt euch! Seeleoparden sehen so süß aus, nicht wahr? Dir würde nicht im Traum einfallen, dass ein Tier mit so niedlichen Augen gefährlich sein könnte. Zudem werden sie im Fernsehen stets als verspielte Tiere dargestellt, die den Kontakt zum Menschen suchen. Dabei sind Seeleoparden Raubtiere, denen du nicht über den Weg trauen solltest. Nicht umsonst wurden sie nach der Großkatze, die ähnliche Fellflecken hat, benannt. Seeleoparden stehen ziemlich weit oben in der Nahrungskette. Kaum einer nimmt es mit ihnen auf. Es passiert selten, aber es gibt dokumentierte Angriffe auf Menschen. Tatsächlich gelten sie als aggressiver als andere Robben. Generell kommen sie nicht so gut mit anderen zurecht. Sie bleiben lieber unter sich. Ihre Mundwinkel sind aufwärts gebogen, wodurch sie aussehen, als würden sie stets lächeln. Sie sind Einzelgänger. Um einen Partner zu finden, singen sie, manchmal sogar unter Wasser. Dingos. Wenn du einen siehst, hältst du ihn vielleicht für irgendeinen Straßenköter, aber Vorsicht. Dingos sind näher mit Wölfen als mit Hunden verwandt. Sie sind die größten Landraubtiere Australiens und ziemlich konkurrenzlos. Sie jagen im Rudel. Gemeinsam wagen sie sich sogar an größere Beute wie beispielsweise rote Riesenkängurus heran. Im Allgemeinen meiden sie Menschen, doch wenn sie in größeren Gruppen auftreten, solltest du definitiv einen Bogen um sie machen. Pandas sind doch einfach hinreißend. Da sie so niedlich und unschuldig aussehen, gelten sie als Symbol für Freundlichkeit und Frieden. Sie sind auch recht träge und ruhen sich die meiste Zeit des Tages aus oder fressen Bambus. Klingt friedfertig, aber leg dich nicht mit ihnen an. Wenn du versehentlich ihr Revier betrittst oder das Tier Gefahr wittert, können sie gefährlich werden. Sie haben kräftige Zähne und Klauen und sind in der Regel stärker als Menschen. Sie greifen Menschen zwar nur selten an, aber du solltest auf Nummer sicher gehen und Pandas lieber in Ruhe lassen. Plumploris sind so langsam, dass sie bei Gefahr einfach nur aufhören, sich zu bewegen. Doch lass dich nicht von diesen großen Augen und der kleinen Stupsnase täuschen. Sie mögen süß aussehen, aber ihr Biss ist giftig und kann zum ernsten Problem für dich werden. Wissenschaftler sagen, dass Plumploris dazu neigen, Kobras zu imitieren. Sie sind eines der wenigen giftigen Säugetiere. Ihr Gift bewahren sie jedoch nicht in ihrem Maul auf, sondern in speziellen Schweißdrüsen an den Armen. So gesehen ist dieses Tier alles andere als ein süßer Teddybär, wohl eher ein wahres kleines Monster. Dasselbe gilt für Koalas. Sie wirken ruhig, aber auch sie blasen zum Angriff, wenn sie dich als Bedrohung sehen. Nicht, dass sie typischerweise gefährliche Tiere wären. Die meiste Zeit sitzen sie hoch in Eukalyptusbäumen und schlafen 22 Stunden täglich. Begegnest du in der Wildnis einem Koala, klettert er vermutlich nur höher in seinen Baum, um dir aus dem Weg zu gehen. Doch wenn er sich bedroht fühlt, wirst du seine Zähne und Krallen zu spüren bekommen. Schwäne sehen nicht nur grazil und anmutig aus, sondern auch romantisch. Viele assoziieren sie mit wahrer Liebe, doch in diesem Fall kann Liebe wehtun, denn sie sind wehrhaft. Wenn sie dich als potenzielle Gefahr einstufen, tun sie alles, um sich und vor allem ihren Nachwuchs zu schützen. Zunächst fauchen sie wie eine Katze und schlagen mit ihren großen Flügeln.
Dein Signal, um die Flucht zu ergreifen, denn mit ihren Schnäbeln können sie beißen und an dir zerren, um dich mit ihren kräftigen Flügeln zu verprügeln. Ein Schnabeltier sieht aus wie ein zauberhaftes Mischwesen aus verschiedenen Tieren. Sieh dir mal die Schwimmhäute an den Füßen und den Schnabel an. Eindeutig eine Ente, oder? Es hat das Fell eines Otters und einen Schwanz wie ein Biber. Beim Schwimmen sind sie sehr elegant. An Land wirken sie hingegen etwas unbeholfen. Dort fahren sie ihre Krallen aus, um besser gehen zu können. Zu allem Überfluss sind die Männchen giftig. An den Fersen ihrer Hinterfüße haben sie spitze Stacheln, die sie zweifellos zur Verteidigung einsetzen werden. Pfeilgiftfrosch. Kröten wirken viel gefährlicher als diese kleinen, hübschen Fröschlein. In Wahrheit sieht eine Kröte aber einfach nur unvorteilhaft aus. Sie ist jedoch völlig harmlos. Ganz im Gegensatz zum Pfeilgiftfrosch. Es gibt über 100 Pfeilgiftfroscharten, die alle ein unterschiedlich starkes Gift haben. Der gefährlichste ist der goldene Giftfrosch. Ein einziges Exemplar kann allein durch Berührung 10 Menschen dahinraffen. Igel haben einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen. Sieh nur, wie diese süßen Wesen sich zu einer Kugel zusammenrollen oder unschuldig durch den Garten tapsen. Trotzdem ist es ein stacheliges Tier, das seine Stacheln bei Gefahr auch einzusetzen weiß. Sie können deine Haut durchstechen und, tja, das tut wirklich weh. Mit ihren warmen, gütigen Augen sehen Ameisenbären absolut harmlos aus. Sie haben nicht mal Zähne, um sich zu verteidigen oder uns zu verletzen. Aber sie haben Krallen. Meist sind sie nur zur Nahrungssuche im Einsatz. Aber bei Gefahr wird der Ameisenbär nicht zögern, sie gegen seinen Widersacher einzusetzen. Und du hast gewusst, dass ihre Zungen ganz und gar mit Stacheln besetzt sind. Mit ihr sammeln sie Nahrung ein. Diese Zunge kann bis zu 60 cm lang sein. Sie ist so lang und schmal, um auch in schmalen Ritzen nach Termiten und Ameisen suchen zu können. Eulen sind vielleicht nicht direkt süß, aber sie sehen eher scheu und sehr weise aus. Außerdem wirken sie nicht, als würden sie dir Beachtung schenken. Aber sie können ernsthaft böse werden, wenn du ihnen zu nahe kommst und an ihr Nest willst. Sie haben große, scharfe Krallen. Leg dich lieber nicht mit ihnen an. Zusätzlich können sie ihren Kopf um 270 Grad drehen. Auch wenn du dich von hinten anschleißt, werden sie dich entdecken. Kängurus gehören jetzt nicht zu den Tieren, die umherziehen und nach Ärger suchen. Aber wenn du ihnen über den Weg läufst, zögern sie nicht, dir zu zeigen, wer der Boss ist. Sie können Menschen angreifen, als wären sie ein anderes Känguru. Ihre Arme sind sehr stark und sie können dich leicht mit ihren Vorderpfoten packen. Viel schlimmer ist aber, wenn sie dich mit ihren kräftigen Hinterbeinen treten. Hirsche scheinen einem idyllischen Märchen entsprungen zu sein, aber Obacht! Sie haben große Geweihe, mit denen sie sich zur Wehr setzen können. Davon abgesehen haben sie die unangenehme Angewohnheit, private Gärten niederzutrampeln und alles aufzufressen, was sie finden. Für Haustiere, die auf dem Hof leben, Hunde zum Beispiel, kann das durchaus gefährlich werden. So wie Rotfüchse aussehen, können sie uns nichts anhaben, oder? Oh doch! Sie könnten das Tollwut-Virus tragen, also halte dich lieber fern. Auch wenn sie Menschen im Allgemeinen meiden, können sie uns und kleineren Tieren gegenüber aggressiv werden. Sie sind ziemlich unberechenbar, also Abstand halten. Waschbären scheinen freundlich und süß zu sein. Die einzige Gefahr, die von ihnen ausgeht, ist eine leergeräumte Mülltonne. Sehr weit gefehlt. Diese kleinen Räuber zögern nicht, die Zähne zu zeigen, wenn sie bedroht werden. Und sei es nur, dass du nachsehen willst, was in deiner Mülltonne diesen Radau macht. Und auch ihre kleinen Pfötchen mögen auf den ersten Blick niedlich sein. Aber sie haben scharfe Krallen, die du nicht auf der Haut spüren willst. Koboldmagis gehören zu den kleinsten, hinreißendsten Primaten der Welt. Auch wenn du sie am liebsten knuddeln möchtest, solltest du dir das zweimal überlegen. Sie sind nicht regelrecht gefährlich, aber sie lassen sich wirklich nicht gerne von Menschen anfassen und könnten daher äußerst neurotisch reagieren. Bewundere sie lieber aus sicherer Entfernung. Ein Menschenjahr ist mit einem Hundejahr nicht vergleichbar. Du gehst vielleicht davon aus, dass ein Hund 7-mal schneller altert als ein Mensch, aber so einfach ist das nicht. Ein Hund, der seit einem Jahr auf der Welt ist, ist tatsächlich schon 31 Jahre alt. Und wahrscheinlich wird er dann auch schon Welpen großziehen. Aber jetzt wird's knifflig.
Zwei Menschenjahre machen deshalb noch lange nicht 62 Hundejahre. Deine Fellnase muss ungefähr 4 Menschenjahre auf dem Buckel haben, damit er als wirklich alt gilt. Ein 4 Jahre alter Hund ist eigentlich schon 50, doch 3 Jahre später ist er nur noch 62 und noch ein Menschenjahr später 64. Also sie altern schon schneller, aber mit der Zeit eben auch wieder langsamer. Wenn du das nächste Mal eine Geburtstagsfeier für deinen Vierbeiner organisierst, kaufe auf jeden Fall ein paar mehr Kerzen für den Kuchen und schenk ihm am besten auch ein paar mehr Geschenke. Ein Irrglaube ist auch, dass Hunde farbenblind sind. Sind sie nämlich nicht. Allerdings sehen sie Farbe nicht so, wie wir es tun. Sie können nicht so gut zwischen Rot- und Grüntönen unterscheiden. Das liegt daran, dass Hundeaugen einer von 3 Fotorezeptoren für das volle Farbspektrum fehlt. Man kann einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen. Falsch. Alte Hunde brauchen vielleicht ein bisschen mehr Geduld von dir, aber möglich ist das schon. Der Schlüssel ist einfach nur, optimistisch zu bleiben. Wenn du merkst, dass dein alter Gefährte gerade zu wenig investiert, ist das erstmal okay. Lass ihn ausruhen und nimm das Training mit ihm später wieder auf. Belohnungen spielen aber auch hier eine große Rolle. Wenn Schappi also fein spricht, dann gib ihm auch ein Leckerli. Und bald schon wird er auf Befehl anfangen zu sprechen. Dieser Hund hat Schuhe an. Dir kommen sie vielleicht ulkig vor, aber draußen sind es 32 Grad. Stell dir mal vor, du würdest barfuß auf dem Asphalt laufen. Würde sich wie Lava anfühlen, oder? Tja, so geht's auch deinem Hund. Einige Rassen kommen mit solchen Wetterbedingungen ganz gut klar, aber solche Schuhe können Brandverletzungen an den Pfötchen vorbeugen. Das gleiche gilt für den Winter. Du würdest ja auch nicht ohne Jacke durch den Schnee stapfen. Sorge also dafür, dass deinem Freund auch kuschelig warm ist. Hunde mit viel Fell brauchen keine Rasur, um sich leichter zu fühlen. Sie tragen ein sogenanntes Unterhaar. Im Winter wird es dicker, damit der Hund eine extra Wärmeschicht hat. Im Frühling dann verliert er etwas Fell. Was bleibt, ist das Unterhaar, damit es dein Hund im Sommer kühl hat. Rasierst du sein Fell, wächst eventuell zotteliges oder lockiges Haar nach. Lass es also lieber sein. Es gibt aber ja auch noch andere Alternativen, wie ein Hund ein kalter Hund sein kann. Gib ihm genug Schatten und nimm immer eine Flasche Wasser mit, damit dein Hund sich immer erfrischt genug fühlt. Hast du einen Garten, kannst du auch mal die Sprinkler anmachen und ihn frei drehen lassen. Das bringt ihm Spaß und körperliche Auslastung. Nicht alle Hunde sind gute Schwimmer, aber alle Hunde lieben Schwimmen. Kann deine Fellnase nicht gut paddeln, dann liegt das vielleicht daran, dass er eine wuchtige Brust oder einen zu großen Kopf hat. Damit könnte er im schlimmsten Falle sogar untergehen. Gönne ihm also eine speziell für Hunde designte Schwimmweste. Manche Leute meinen, ein Spalt im Seitenfenster reicht für einen Hund im Auto aus. Das ist Nonsens, denn sogar nur ein paar Minuten in einem aufgeheizten oder frostigen Auto können deinem besten Freund ernsthaften Schaden zufügen. Wenn du einen Hund im Auto hecheln siehst, zögere nicht, ihn zu befreien. Kann dein Hund auch keine Postboten leiden? Vielleicht will er dich ja nur beschützen. Sie bellen, um dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass der böse Briefträger auf dem Weg zum Haus ist. Aber du kannst die beiden ja einander vorstellen. So erkennt ihn dein Hund als Freund an und nicht als Bösewicht. Im Gegensatz zu dir gähnt dein Vierbeiner nicht, weil er müde ist. Indem Hunde gähnen, äußern sie Angst. Wenn er zum Beispiel keine Katzen mag und gerade eine in der Nähe ist, könnte er gähnen. Oder eine neue Person ist im Haus, mit der sich dein Hund noch nicht so ganz wohl fühlt. Oder du nimmst deinen Hund zum Spieletreff und irgendeinen anderen Hund kann er nicht ausstehen. Dann gähnt er, weil er verärgert ist. Gähnen soll dir auch zeigen, dass dein Hund keine Geduld mehr hat. Dann wäre es an der Zeit, lieber zu gehen. Hunde fressen Gras, wenn sie krank sind. Aber das ist nicht immer der Fall. Wenn du deinen Gefährten beim Grasnaschen erwischst, weil du ein bisschen zu lange in einem Gespräch verwickelt warst, dann macht er das aus Langeweile. Oder auch aus Trotz. Oder aus Spaß. Ist aber auch kein Problem, solange das Gras nicht behandelt ist. So oder so, achte darauf, dass dein Hund nicht zu viel davon frisst. Falls doch, dann gehe lieber zum Tierarzt. Auch ein kleines Stück Schokolade kann für einen jungen Hund sehr giftig sein. Schließe sie also immer weg, also die Schokolade. Es geht vor allem um Kakaopulver und Kuvertüre. Für Katzen ist das auch nicht so gut. Hat dein Tierchen eine Menge Schokolade gemampft, solltest du mit ihm schleunigst zum Tierarzt. Hunde sind meist darauf trainiert zu tun, was du von ihnen verlangst und Befehle zu befolgen. Aber denk deswegen nicht, dass sie dich nicht beißen können. Ein Hund ist emotionsgetrieben.
Er kann zum Beispiel Angst haben, wenn du ihm ganz viele neue Menschen auf einmal vorstellst. Geht das über einen längeren Zeitraum, hat er seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle. Will ihn dann eine neue Person streicheln, wird sie auch schon mal dafür bestraft. Zwar nicht fies, aber ohne Ansage. Dann war das für den Hund in dem Moment eine Art Abwehrverhalten. Aber auch sein Instinkt, dich zu beschützen, könnte dazu führen, dass er zubeißt. Vielleicht fühlt er sich aber auch nur eingeschüchtert. Auch das reicht schon. Du hast zwei Hunde zu Hause und du trittst durch deine Eingangstür. Einer von ihnen wartet in seinem Bettchen auf dich. Er macht keinen großen Aufstand und wedelt nur ein bisschen mit seinem Schwanz. Dein anderer Hund kommt sofort zur Tür gesprintet. Er wimmert, springt durch die Gegend und schüttelt seinen ganzen Körper durch, während er im Kreis um dich herumläuft. Das heißt wohl, dass er noch nicht genug trainiert ist. Schwanzwedeln heißt nicht gleich, dass dein Hund aufgeregt ist. Beobachte sein Verhalten, dann verstehst du, was er fühlt. Hält er seinen Schwanz hoch und bewegt ihn nicht, ist er alarmiert und zeigt gleichzeitig, wer der Chef im Ring ist. Ist der Schwanz oben und bewegt sich, heißt das, er ist immer noch alarmiert, aber glücklich. Er will immer noch der Boss sein, aber zumindest ist er jetzt aufgeregt. Ist sein Schwanz zwischen den Beinen, ist dein Vierbeiner verängstigt oder, falls ein Alphatier in der Nähe ist, könnte dein Hund damit auch seinen Führungsanspruch abgeben. Wenn der Schwanz voll ausgefahren ist, saugt dein Hund ganz gebannt neue Informationen aus dem Raum auf. Er ist dann normalerweise schwer abzulenken und der Schwanz regt sich kein bisschen. Wenn er allerdings schnell damit herumwedelt, ist er aufgeregt. Je schneller der Schwanz wedelt, desto aufgeregter ist der Hund. Ein langsames Wedeln steht für Unsicherheit. Könnte an einer anderen Person oder einem anderen Hund liegen. Und was, wenn dein Hund mit seinem ganzen Körper wedelt, bis in die Hüfte, dann ist er einfach super freundlich. Sowas könnte dann passieren, wenn du mit ihm aus dem Fahrstuhl steigst und er seinen besten Freund aus der Nachbarschaft entdeckt. Es gibt aber auch ein negatives Schwanzwedeln, nämlich wenn es sehr schnell und vertikal ist. Dann könnte dein Hund fies zu anderen werden und sich sogar dominant gegenüber dir verhalten. Aus der Situation solltet ihr beide lieber flüchten. Übrigens, wedelt der Schwanz nach rechts, ist der Hund eher entspannt. Wedelt er nach links, bedeutet das, dass der Hund allem Anschein nach gestresst ist. Uff. Psst, lauf! Echt! Es ist nicht sicher draußen. Ein Säbelzahntiger lauert umher. Also Vorsicht! Was machst du? Nicht spähen! Okay, nur einmal, ganz kurz. Wie kann das sein? Frage nicht. Du bist in der virtuellen Realität natürlich. Diese coolen, aber sehr gefährlich aussehenden großen Katzen lebten während der letzten Eiszeit. Was, wenn sie aus dem Nichts vor deiner Tür auftauchen würden? Klopf, klopf! Eine Säbelzahnkatze wartet, dass du ihre Kekse kaufst. Der Quastenflosser, dieser riesige Fisch, stammt aus einer Gruppe, die es seit über 300 Millionen Jahren gibt. Man dachte, die gab es nicht mehr, also bis 1938. Als ein lebendiger Quastenflosser wieder gefunden wurde. Seitdem streifen sie durch die Gewässer der Ostküste Afrikas und die Gewässer von Sulawesi, Indonesien. Mann, ich möchte nicht schwimmen gehen und einen dieser Typen face-to-face treffen. Ihr Kiefer hat ein intrakranielles Gelenk, das heißt, dass sich ihr Mund sehr weit öffnet. So können sie große Beute fressen, wie ich. Nicht gut. Sie sind riesengroß. Stell dir einen Fisch vor, der so lang ist, wie du groß bist und so viel wiegt wie ein durchschnittlicher Mensch. Die Takae, ein nicht fliegender Vogel, wurde 1898 für ausgestorben erklärt. Sie sind sehr süß, klein und bunt, normalerweise nicht höher als deine Knie. Aber stell dir vor, du wanderst in den Murchison-Bergen, schaust dich um und siehst den Vogel, den du für ausgestorben hieltest. Doch da sind sie, glücklich wie immer, lebendig und chillend. Eine ganze Takaen-Kolonie wurde gefunden. Und zwar 50 Jahre, nachdem sie für ausgestorben erklärt wurde. Herzlichen Glückwunsch, ihr Vögelein! Ein singender Hund. Schon mal davon gehört? Riley singt manchmal, wenn er gelangweilt oder hungrig ist. Aber diese sind echte Künstler. Neuguinea-Dingos. Sie wurden vor kurzem zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder in der Wildnis entdeckt. Dennoch waren sie nie völlig ausgestorben. Die Neuguineas sorgten dafür, dass sie neben ihnen überlebten. Aber in der Wildnis? Ganz selten und sehr schwer zu erkennen. Schau mal, da läuft einer. Die Neuguinea-Dingos werden wegen ihres berühmten hohen Tonhöhengesangs singende Hunde genannt. Manchmal singen sie auch zusammen. Eine Art Hundechor, wo sie alle zusammen heulen. Ich wette, sie singen besser als ich in der Dusche. Nicht weit weg von diesem Gebiet gibt es Fledermäuse. Aber die unterscheiden sich von den anderen.
Schau mal, ihre Ohren sind gigantisch. Ich glaube, deswegen werden sie Neuguinea-Langohren genannt. Clever! Diese Spezie wurde wiederentdeckt, als eine von ihnen zufällig in eine Fledermausfalle gelang. Bis dann, nehme ich an, haben sie mit uns Verstecken gespielt. Denn bis 1890 dachte man, die gab es nicht mehr. Sie sind immer noch nicht außer Gefahr wegen Lebensraumverlust. Stell dir vor, du entdeckst ein Fossil von einer Art, von der du dachtest, sie sei seit langer Zeit ausgestorben. Und dann, 2 Jahre später, wird eine ganz lebendige Gruppe dieser Art gefunden. Naja, genau das passierte 1977 mit der Mallorca-Geburtshelferkröte. Sie ist bräunlich gefärbt und hat dunkelbraune Flecken auf der Haut. Ansonsten ist sie nur eine kleine Kröte mit Kulleraugen. Die Gruppe der lebenden Kröten wurde in der Nähe vom Fossil der Insel Mallorca gefunden. Es sind nicht viele von ihnen übrig geblieben. Eigentlich sind es ungefähr 500. Und im Moment werden sie von der Weltnaturschutzunion für gefährdet erklärt. Bist du ein Schildkrötenfan? Bestimmt wirst du einer sein, wenn du dir diese Schönheit anschaust. Das ist die Fernandina-Insel Galapagos-Schildkröte. Seit 1906 war sie nicht mehr zu sehen. Aber am 17. Februar 2019 konnten wir uns endlich eines dieser wunderschönen Geschöpfe ansehen. Sie ist wahrscheinlich mit einigen Kumpeln da draußen. Aber die lassen sich auch nicht sehen. Nur wegen einiger Spuren und Gerüche wissen wir, dass sie existieren. Jetzt noch ein Frosch, der gehörnte Beutelfrosch. Sie sind in Ecuador verbreitet und zwar im Chocó-Regenwald. Sie werden wegen ihrer ausgeprägten Hörner direkt über ihren Augen so genannt. Erinnerst du dich an die Beutel, in denen Kängurus ihren Nachwuchs tragen? Naja, das Weibchen des gehörnten Beutelfrosches hat auch so einen. Aber auf dem Rücken, also wie eine Art Rucksack. Sie entwickeln dort ihre Embryonen und wenn sie bereit sind herauszukommen, schlüpfen sie als komplette Jungtiere aus. Im Gegensatz zu normalen Fröschen, die als Kaulquappen beginnen. Noch eine Kröte. Die Sternenkröte oder Harlekinkröte. Sie sind schwarz mit vielen weißen Flecken bedeckt. Seit 30 Jahren verloren, wurden sie 2019 wieder entdeckt. Stell dir vor, sie sind die großen Bodyguards, Leibwächter des Wassers, um genau zu sein. Oh, da ist noch eine sehr große Kröte auf deinem Bildschirm. Naja, für die Ahuaku-Leute sind sie genau das, Wächter des Wassers. Sie haben sogar ihre eigenen Namen für das Tier. Guna. Klingt nach Käse. Als die Wissenschaftler sie wiederfanden, stießen sie auf 30 dieser kleinen Kreaturen. Aber anfangs erwarteten sie nur eine. Was für eine schöne Überraschung. Jetzt ein Tiger für dich, der aber nicht wie ein typischer Tiger aussieht. Das ist der Beutelwolf oder der tasmanische Tiger. Und der schien seit 1936 verschwunden zu sein. Aber dann begannen die Leute aus dem Nichts sie wieder in der Wildnis zu sehen, vor nun 7 Jahren, 2016. Sie ähneln eher Hunden als Tigern oder vielleicht den Füchsen. Schau mal seine Schnauze genauer an. Vielleicht sogar eine Mischung aus beidem? Dann tauchten auch ein paar andere auf. Und wenn du zufällig denkst, du siehst einen direkt vor dir, aber du bist nicht ganz sicher, ob er Streifen auf dem Rücken hat? Sie sind definitiv da draußen. Aber technisch gesehen gelten sie für die Weltnaturschutzunion immer noch als ausgestorben. Okay, stell dir ein Pferd vor, das so aussieht, als ob es direkt aus einer Filmszene kam. Winziges, wunderschönes Fell. Sehr brav. Es ist winzig, aber es ist kein Pony. Das ist ein kaspisches Kleinpferd. Sie haben eine interessante Hintergrundgeschichte. Sie wurden von Louise Leyland entdeckt, die 1957 einen Aristokraten heiratete. Nachdem sie nach Teheran, Iran umgezogen war, war sie damit nicht zufrieden, wie sich die Pferde dort benahmen. Also nahm sie die Sache selbst in die Hände. Sie nahm einige Leute auf den Kaukasus mit und dort fanden sie 3 dieser kleinen, schönen Pferde. Das ist, wie sich die Geschichte abgespielt hat. Als nächstes ein Opossum, das in einem unerwarteten Ort gefunden wurde. Kannst du raten, wo? Du hast 3 Optionen zur Auswahl. Versteckt in einem Skiort, im australischen Outback oder in jemandes Wohnung im Badezimmer. Was wählst du? Du hast 3 Sekunden. Die richtige Antwort ist im Skiort. Ja, dieses Opossum ist der Bergbilchbeutler und stammt aus Australien. Bisher fand man 3 verschiedene lebende Populationen dieses winzigen Opossums. Aber bis 1966 wurde angenommen, dass es ausgestorben ist. Es gibt weniger als 100 von ihnen. Deshalb erklärte sie die Weltnaturschutzunion vom Aussterben bedroht. Aus Australien stammt auch der Nachtsittich. Ein absolutes Vergnügen für Vögelbeobachter.
Sehr schön, doch geheimnisvoll leben diese kleinen Kerle in sehr abgelegenen Gebieten. Du kannst wahrscheinlich an den Fingern einer deiner Hände zählen, wie oft diese Vögel gesehen wurden, seit sie 1979 wieder gefunden wurden. So selten kommen sie vor. Hast du je einen Zwergkobold-Maki gesehen? Ich auch nicht. Nur 2008 wurden 3 von ihnen gefangen. Wissenschaftler wollen ihre Bewegungen nicht wieder aus den Augen verlieren. Deshalb haben sie ihnen kleine Halsbänder geschenkt. So können sie glücklich wie eh und je leben und wir wissen, dass sie sicher sind. Der letzte, von dem ich dir erzählen möchte, ist der Baumhummer, der trotz seines betrügerischen Namens kein richtiger Hummer ist. Sie sind nur sehr große schwarze Käfer mit riesigen Beinen. Die Geschichte ihres Aussterbens ist traurig. 1920 blieb ein Frachtschiff an der Lord Howe-Insel stecken und es hatte Ratten an Bord. Diese Ratten flohen vom Schiff und rannten direkt an Land. Obwohl Baumhummer größer sind als die meisten Insekten, sind sie im Vergleich mit Ratten relativ klein. Die Armen hatten keine Chance. Doch 2004 lächelte diesen seltsamen Kreaturen das Glück wieder zu. 2 australische Wissenschaftler waren auf der Insel unterwegs und stießen auf 24 von ihnen. Alle lebten unter einem einzelnen Strauch. Hey, wenn da genug Platz für alle ist, ist er nicht klein, sondern gemütlich. Fazit: Es ist besser selten, als ausgestorben zu sein. Nicht wahr? Wussten Sie, dass Tiere die Welt anders sehen als wir? Zum Beispiel, Tauben sehen sogar besser als Menschen. Verrückt, oder? Versuchen wir also, die Welt mit den Augen der Tiere zu sehen. Fangen wir mit Schlangen an. Ihre Art, die Welt zu sehen, ist völlig anders als unsere. Sie haben spezielle infrarotempfindliche Rezeptoren in ihrer Schnauze. Dadurch können sie die Wärmestrahlung von warmblütigen Säugetieren sehen. Kommen wir nun zu den Kühen. Diese großen Tiere können Farben nicht so gut sehen wie Menschen. Sie können die Farbe Rot nicht sehen, weil sie dafür nicht die nötigen Rezeptoren in ihrer Netzhaut haben. Sie nehmen also nur Variationen von Blau und Grün wahr. Außerdem mögen sie es nicht, wenn sich ihnen jemand von hinten nähert. Sie haben ein nahezu panoramisches Sehvermögen. Und der einzige Bereich, den sie nicht sehen können, ist direkt nach hinten. Wenn du dich also an eine Kuh heranschleichst, solltest du sie vorwarnen. Pferde haben aufgrund der Anordnung ihrer Augen einen blinden Fleck direkt vor ihrem Gesicht. Das bedeutet, dass sie Dinge, die sich direkt vor ihnen befinden, nicht sehen können. Außerdem sehen sie nicht so viele Farben wie wir. Genau wie bei den Kühen besteht ihre Welt hauptsächlich aus Grün, Gelb und Blautönen. Die armen Jungs. Fischaugen haben Ultraviolettrezeptoren und eine kugelförmigere Linse als der Mensch. Dadurch haben sie eine fast 360-Grad-Sicht. Was die Farben angeht, so können sie dieselben sehen wie wir Menschen. Aber da sich das Licht unter Wasser anders verhält, fällt es ihnen schwer, Rot und seine Schattierungen zu erkennen. Tiefseefische können problemlos im Dunkeln sehen, was ziemlich cool ist. Haie hingegen können überhaupt keine Farben unterscheiden. Aber sie sehen unter Wasser viel klarer als wir. Vögel haben eine ziemlich einzigartige Art, die Welt zu sehen. Anders als Menschen können Vögel ultraviolettes Licht sehen. Dies hilft ihnen, zwischen Männchen und Weibchen ihrer eigenen Art zu unterscheiden und sich in ihrer Umgebung besser zurechtzufinden. Außerdem können sie sehr gut fokussieren. Falken und Adler können zum Beispiel eine kleine Maus auf dem Feld bis zu einer Entfernung von einer Meile anvisieren. Eine Taube kann alle winzigen Details erkennen. Wenn Sie also einmal einen Riss im Bürgersteig finden müssen, fragen Sie einfach eine Taube. Übrigens hat sie ein Sichtfeld von 340 Grad und im Allgemeinen gilt ihr Sehvermögen als doppelt so gut wie das eines Menschen. Da haben Sie es. Ich bin neidisch auf eine Taube. Auch Insekten haben ein seltsames Sehverhalten. Fliegen zum Beispiel haben tausende von kleinen Augenrezeptoren, die zusammenarbeiten, um ihnen ein umfassendes Bild von dem zu geben, was um sie herum passiert. Und hör dir das an. Sie sehen alles in Zeitlupe. Außerdem können sie ultraviolettes Licht sehen. Das hilft ihnen bei der Kommunikation. Bienen haben ihre eigenen Probleme. Sie können nicht erkennen, was die Farbe Rot ist. Für sie sieht sie wie ein dunkles Blau aus. Wie bescheuert ist das denn? Und nun zu den Ratten. Diese kleinen Kerlchen können auch nicht rot sehen, aber das ist nicht das Seltsamste daran. Jedes ihrer Augen bewegt sich von allein. Also sehen sie doppelt. Und zwar die ganze Zeit. Ein Wunder, dass sie nicht gegen noch mehr Mauern rennen, nicht wahr? Katzen sehen keine Rot- oder Grüntöne, aber sie sehen braune, gelbe und blaue Farbtöne wie ein Chef. Außerdem haben sie eine Weitwinkelsicht, sodass sie mehr Dinge von der Seite sehen können als wir. Aber das ist noch nicht alles. Wenn es draußen stockdunkel ist, werden Katzen zu Ninjas und können 6-mal besser sehen als wir.
Ihre Pupillen passen sich wie von Zauberhand an jedes Licht an. Reden wir jetzt über Hunde. Diese pelzigen Freunde können weder rot noch orange sehen, aber blau und violett können sie sehr gut. Außerdem können sie 40 Grauschattierungen unterscheiden. Ich meine, es sind nicht 50, aber trotzdem beeindruckend. Übrigens sind Frösche sehr wählerische Esser. Sie machen sich nicht einmal die Mühe, etwas zu essen, das sich nicht bewegt. Sie könnten von einem Buffet köstlicher Käfer umgeben sein, aber wenn sie nicht wackeln, zucken Frösche nicht einmal mit der Wimper. Und sie sind auch nicht gerade die aufmerksamsten Lebewesen. Wenn etwas für sie nicht wichtig ist, wie zum Beispiel... Du wachst auf und dein Schädel brummt. Erstens, wo ist dein bequemes Bett? Und zweitens, warum liegst du irgendwo im Nichts auf dem nassen Boden? Moment, was ist das denn für ein Zeug um dich herum? Bist du etwa im Dschungel? Neben dir steht ein Rucksack mit den wichtigsten Dingen. Wasser, Kekse, Schokoriegel, Jacke. Ganz klar deins, aber trotzdem. Hallo? Wie zum Henker bist du hierher gekommen? Moment, eine Jacke? Es ist total heiß. Was sollst du damit? Im Ernst, wo bist du? Pflanzen mit riesigen Blättern, dicke Regenwaldbäume. Das sieht ja aus wie in Jurassic. Du zuckst zusammen. Dann siehst du dich um und duckst dich unter eine Riesenpflanze. Okay, nicht die beste Idee und auch nicht der richtige Zeitpunkt, um sich daran zu erinnern, wie schlecht du beim Versteckspielen warst. Da kommt ein seltsames Riesenvieh aus dem Gebüsch. Dinosaurier! Du schreist, zitterst, hältst dir die Augen zu. So hast du dir den Morgen aber nicht vorgestellt. Warte mal, Dinosaurier bellen doch gar nicht. Du öffnest die Augen. Das Tier rennt wirklich auf dich zu, aber jetzt heult es herum und wedelt mit seinem langen Schwanz, bellt und lässt die Zunge raushängen. Sowas kennst du doch. Ist das ein Hund? Du seufzt erleichtert. Kurioses Teil. Hundosaurus. Was soll das sonst sein? Groß, grau und haarig, aber verdammt viel Ähnlichkeit mit einem T-Rex. Die Vorderbeine sind kurze Ärmchen, seine lange Schnauze voll scharfer Zähne. Während Hundosaurus dich mit Dinosaurier einsaut, kommt ein anderes pelziges Wesen aus dem Gebüsch. Weiß und flauschig, kurze Vorderbeine, langer, dunkelgrauer Schwanz. Lächerlich lange Ohren. Ein Dinohase. Die zwei Tiere jagen hintereinander her und toben herum. Ist das echt? Hundosaurus wird es zu langweilig und er kommt wieder zu dir, um seinen Kopf an dir zu reiben. Du streichelst ihn. Und jetzt? Was, wenn das Biest wütend oder hungrig wird? Ich werde dich Max nennen. Du hebst einen Stock auf und schleuderst ihn so weit du kannst. Puh, überstanden. Der Dino-Hund ist weg. Was bleibt, sind unzählige Fragen. Was hat diese Kreatur hier im Dschungel verloren? Welche Tiere gibt es hier noch? Sind alle so nett und freundlich? Das wirst du bald herausfinden. Ein markerschütterndes Geräusch dringt in dein Ohr. Du drehst dich langsam um. Überraschung! Wenige Meter entfernt starrt dich schon wieder ein Ungeheuer an. Die Augen sind am gruseligsten, weit aufgerissen und auf dich fokussiert. Du hältst den Atem an. Gleich ist es aus mit dir. Doch dann kannst du aufatmen. Es ist nur ein Zebra. Naja, ein Zebrasaurus. Schreck. Schwarze und weiße Streifen auf einem muskulösen Körper und einem verdammt langen Kopf. Der Schweif ist bedrohlich und der Rücken trägt Schildplatten. Zebrasaurus macht einen Schritt. Zebras fressen nur Gras, oder? Das hier hoffentlich auch. Mal sehen. Drei Optionen. Wegrennen, still liegen bleiben oder das Riesenzebra streicheln. Ein noch haarigeres Monster bricht aus dem Unterholz und der Wettlauf beginnt. Hat es gelacht? Ist das etwa eine Hyäne? Hyänasaurus? Hyänen haben die stärksten Kiefer und Hälse und jetzt noch als Dinosaurier. Besorgniserregende Kombination. Option 1, wegrennen. Das Zebra ist derselben Meinung. Du gibst Fersengeld, schlägst dich durch die riesigen Blätter und stolperst über mächtige Wurzeln. Du springst, duckst dich, weichst aus und bist plötzlich aus dem Dschungel raus. Am Strand. Perfekt. Kurz durchschnaufen. Und wie geht es jetzt weiter? Ozean, Palmen, Sonne und frische Meeresluft. Du atmest tief durch und schließt die Augen. Riesige Pfoten drücken das Gras leise wie eine Feder platt. Ein eleganter Schwanz streicht vorbei. Monströs, grau und stark, mit unglaublich langen Krallen an den großen weichen Tatzen. Und dieser Kopf. Schrecklich. Auf den zweiten Blick immer noch scheußlich. Wie ein nackter Schädel mit spitzen Zähnen und warmen gelben Augen. Du bist dem Tier egal. Es kauert nieder und ist bereit zum Sprung. Dann schnurrt der Katzosaurus und putzt sich das Fell.
Immerhin hält sie dich nicht für eine Maus, einen Stock, Ball oder was Katzen sonst so lieben. Aber keine Zeit. Der Strand ist plötzlich von Riesenkrebsen bevölkert. Zu Hunderten liegen sie herum und ruhen ihre großen scharfen Scheren aus. Seit wann haben Krabben 10 Augen und 4 mächtige Scheren? Krebsoceraptor offenbar. Dir entgleitet ein Angstschrei und du flüchtest zurück in den Dschungel. Ob das so eine gute Idee war? Diesmal rennst du und siehst nicht zurück. Du willst einfach nur nicht mehr dieses kratzende Klicken ihrer Scheren hören. Aber etwas ist anders. Der Dschungel hat sich verändert. Er verwandelt sich. Mehr Ranken, riesige, seltsame Blätter. Die Luft ist kühler und der Pfad etwas breiter. Du bist wohl in einem Wald gelandet. Du kommst an eine Lichtung mit einem verträumten See. Perfekter Ort zum Selfies machen, abgesehen von den Dino-Dingern und Bäumen, die ihre Erscheinung verändern. Ein grollender Schrei zerreißt die Luft. Es ist nicht schwer, dieses elegante Tier zu erkennen, nur die Farben sind etwas daneben. Es ist ein grauer Schwanodactylus, S-förmiger Hals und so. Er ist nur ein bisschen aufgemotzt, rasiermesserscharfer Schnabel, große lange Klauen und Augen, die auf Kilometer ein leckeres Mahl erspähen. Zum Glück bist du kein Fisch, ansonsten ist der See hinreißend. Überall tischgroße Wasserlilien. Gigantische Lilien. Gigantische... Na klasse, Froschosaurus ist auch da. Ein riesiges Exemplar springt aus dem Wasser und landet wie ein Ninja auf einer Lilie. Er sieht wie ein Stein mit dunkelgrauer Pickelhaut aus. Also da steckt bestimmt kein verzauberter Prinz drin. Puh, du duckst dich hinter einen großen Busch. Die Zunge des Frosches ist episch, episch abartig. Aber nicht mal diese Wahnsinnszunge kann ihn vor dem bewahren, was jetzt kommt. Der Kopf eines Krokodilosaurus, Raptor, Rex, was auch immer. Es sieht aus wie ein gigantisches Krokodil. Noch gruseliger kann man nicht aussehen. Froschosaurus springt zurück ins Wasser und schwimmt mit seinen riesigen Beinen davon. Die Jagd beginnt und beide verschwinden unter der Oberfläche. Ob er es schaffen wird? Der arme Frosch tut dir fast schon leid. Aber für Mitgefühl bleibt keine Zeit. Der Boden bebt. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ein paar Bäume in der Nähe stürzen um. Das sieht aus wie ein auf dem Kopf stehendes Schiff. Was ist das denn? Oh, Schildkrötosaurus. Du solltest mal aufhören, so viel Kaffee und Proteinriegel zu dir zu... Was summt denn da? Es wird immer lauter. Zwei Sachen. Erstens, das klingt wie eine Biene. Zweitens, sei bitte normal groß. Doch statt eines winzigen Insekts landet ein menschengroßer B-Rex auf dem monströsen Schildkrötenpanzer. Sie hat Beine wie ein Bodybuilder und die Antennen sehen krass aus. Hoffentlich ist es nur eine. Plötzlich hörst du einen schrillen Schrei. Oh, hört das denn nie auf? Ein mächtiger Schatten bedeckt den Boden und du siehst auf. Ein vogelähnlicher Dinosaurier. Diese Viecher haben sogar einen offiziellen Namen, aber er fällt dir gerade nicht ein. Du siehst nur rötlich-blaue Federn, einen spitzen Schnabel mit scharfen Zähnen und was guckt denn da aus seinen Flügeln hervor? Der Vogel sieht den B-Rex und schießt hernieder, aber B-Rex versteckt sich unter dem Schildkrötenpanzer. Irgendetwas sagt dir, dass du nicht so schnell oder schlau wärst, wenn dir sowas passieren würde. Du würdest einfach nur... und vorbei. Seine dunklen, gruseligen Augen entdecken dich. Du gehst einen Schritt zurück. Bisher hat dich keines der Tiere bemerkt. Knack. Ein Zweig zerbricht unter deinem Gewicht und plötzlich starren dich unzählige Augen an. Neugierig, wütend, hungrig. Zurück zu Option 1. Wegrennen! Du flitzt so schnell du kannst, doch es ist zwecklos. An einem Abgrund endet deine Flucht. Tief unten fließt ein Fluss. Du schließt die Augen und springst. Bums! Dein ganzer Körper zittert. Du öffnest deine Augen. Du bist wach. Das war alles nur ein Traum, oder? Oder? Ach ja, durch die Landschaft fahren, Fenster runter, Musik schön laut. Ein weiterer toller Roadtrip. Du schaust aus dem Fenster und siehst einen Haufen Kühe. Aber einer von ihnen sticht wirklich heraus, buchstäblich. Die anderen Kühe sehen aus wie schwarz-weiße Hamster. Der Guinness-Weltrekord für die größte Kuh aller Zeiten geht an diese Kuh namens Ploson. Dieser große Grasfresser war 2 Meter groß. Ja, diese Kuh trägt besser Basketballschuhe. Eine durchschnittliche Kuh ist nur 1,4 Meter groß. Ploson muss sich also wie ein Riese gefühlt haben. Wenn du so groß bist, hängst du nicht nur auf dem Feld herum und frisst Gras. Ploson war der offizielle Begrüßer für ein lokales Resort. Big Jake. Und glaub mir, dieses Tier groß zu nennen, ist eine Untertreibung.
Dieser Kerl ist das größte Pferd der Welt. Er misst satte 1,9 Meter. Mir scheint es, als würden wir eine ganze Menge Basketballschuhe brauchen. Was für ein Hengst, wortwörtlich. Und was ist mit dieser kleinen Süßen hier? Das kleinste weibliche Pferd der Welt. Ihr Name ist Tumbelina, was übersetzt Däumelinchen bedeutet. Und sie ist nur etwa 0,5 Meter groß. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, viral zu werden. Oh, und das kürzeste männliche Pferd heißt Bombel. Das ist polnisch für Blase. Er ist nur 0,6 Meter groß, aber sein Herz ist riesig. Er ist so süß und kleiner als ein Windhund. Nun, ich bin ja ein absoluter Hundemensch. Naja, ein normal großer Hundemensch. Zeus, eine deutsche Dogge, war offiziell der größte Hund der Welt. Mit einer Größe von 1,2 Metern auf allen Vieren konnte man ihn auch schnell mit einem kleinen Pferd verwechseln. Stell dir vor, dieses Gesicht würde dich morgens aufwecken. Und für den morgendlichen Spaziergang, nun, da hättest du eine ziemlich starke Leine gebraucht. Laut seinen Besitzern war er ein sanftmütiger Riese und war zum Glück meist entspannt. Und Zeus hatte einen wirklich wichtigen Job. Er war ein zertifizierter Therapiehund und verbreitete seine Liebe und Freude an alle Bedürftigen. Stell dir so einen Hund vor. Du müsstest nicht jeden Tag einen Wassernapf hinstellen. Er könnte einfach direkt aus dem Wasser antrinken. Auch eine Umarmung wäre auf einem ganz anderen Level. Was glaubst du, wie viel der Kerl gefressen hat? Hätte er überhaupt auf dein Bett gepasst? So viele Fragen. Was, wenn du eher ein Katzenmensch bist? Dann solltest du dich besser schnurbereiten. Verstehst du? Wie auch immer. Diese coole Katze hier wurde als der längste domestizierte Kater der Welt gekrönt. Sein Name ist Barivel, was Clown bedeutet. Und er kommt aus einer kleinen Stadt in Italien. Auch er ist ein sanfter Riese, was gut ist, denn er ist länger als ein Baseballschläger. Wenn man ein Foto von ihm sieht, könnte man meinen, dass es mit Photoshop bearbeitet wurde. Er genießt es, sich am Fenster in der Sonne zu sonnen und in den Garten zu starren. Die Mäusejagd muss sich für ihn wie eine Ameisenjagd anfühlen. Die vorherigen Titelträger hießen Ludo und Stevie und waren die gleiche Rasse wie Barivel. Das ist ganz schön viel Katzenfell auf dem neuen Sofa meiner Mutter. Hüpfen wir weiter zu einem Kaninchen namens Darius. Seine langen Ohren und die süße Knopfnase sind nicht der Grund, warum er etwas Besonderes ist. Ein normales Kaninchen ist ungefähr 35,6 cm groß. Aber Darius hier ist knapp über 127 cm lang. Das ist im Grunde ein Kaninchen-Hund. Darius ist auf einem Bauernhof in England aufgewachsen und dank seines Lebens auf dem offenen Feld ist er super entspannt. Das Füttern muss allerdings schwierig sein. Darius muss ein wahrer Karottenvernichter sein, aber diesem Hasen wollen wir jetzt mal nicht nachjagen. Genug von dem niedlichen Zeug. Zeit für ein paar exotischere, vielleicht sogar mythische Tiere. Mythen sind nur dazu da, verrückte Dinge zu erklären. Wie zum Beispiel die Legende vom Mann mit den weißen Lippen. Was am Ende nur ich war, mit zu viel Käsekuchen. Schnell und gewandt unter Wasser, in der Lage, ein ganzes Schiff zu versenken. Der Kraken war berühmt für das Verschwinden von Schiffen. So besagt es die Legende. Wahrscheinlich nur eine Seemannsgeschichte, die erzählt wird, um die neuen Rekruten zu erschrecken. Aber Forscher haben vielleicht seinen kleinen Bruder gefunden. Der größte jemals gemessene Tintenfisch war fast 18,3 Meter lang. Aber die Forscher haben vergessen, ihn zu filmen. Oh nein. Der größte Tintenfisch, der jemals mit der Kamera aufgenommen wurde, war etwa 7,6 Meter lang, was einem Wohnmobil entspricht. Wissenschaftler glauben, dass es noch größere Exemplare geben könnte, aber die sind eher kamerascheu. Der weiße Hai erschreckt alle Meerestiere um ihn herum. Er wird auch die Königin des Ozeans genannt. Aber sie ist sicher nicht eine dieser freundlichen und sanften Königinnen. Oh nein, Wissenschaftler waren in der Lage, sie zu markieren, um sie genauer zu studieren. Diese Königin wiegt etwas mehr als 1500 Kilogramm. Das wären 6 Motorräder oder 14.000 Hotdogs. Sie wurde in den Gewässern von Nova Scotia von einem Team von erschrockenen Forschern gefangen. Gut, dass Haie nur im Ozean chillen. Es sei denn, wie wäre es mit einer Folge von Haifisch Ninja Warriors? Das war der größte. Kommen wir nun zum längsten. Guter Tipp, aber nein, es ist keine Schlange. Aber es ist so lang wie ein halbes Fußballfeld. Dieses Tier wurde in den tiefen Gewässern vor Australien entdeckt. Sie haben es dort gefunden, vor sich hinleuchtend. Und hör dir das an. Wissenschaftler sagen, dass es nicht einmal eine einzelne Kreatur ist. Es verhält sich nur wie eine. Es ist eigentlich eine ganze Kolonie, die sich klont und vermehrt. Bis sie noch größer wird
Sein technischer Name, dieses nächste Tier kann sich auf dem Land und im Wasser bewegen. Aber lass dich nicht von seinen kurzen, dürren Beinen täuschen. Ein Krokodil kann genauso schnell laufen wie ein Mensch. Wenn du also eine Runde gegen diese Sprinter laufen willst, versuche so hoch wie möglich auf einen Baum zu klettern. Krokodile können zwar nicht auf Bäume klettern, aber du kannst dir absolut sicher sein, dass sie unten auf dich warten werden. Sie sind auch die schwersten Reptilien der Welt. Ein ausgewachsenes Tier kann so viel wiegen wie zwei Kleinwagen. Das größte Exemplar in Gefangenschaft war ein Salzwasserkrokodil auf den Philippinen. Sein Name war Lolong und er war 6,1 Meter lang. Das entspricht zwei Tischtennisplatten aneinandergereiht. Und das mit einer ganzen Reihe von Zähnen. Und hier kriecht auch schon das nächste Reptil heran. Ein Biest von einer Schlange aus Malaysia. Einige Baustellenarbeiter legten an einem heißen Tag eine Pause ein. Und da bemerkten sie etwas. War es ein großes Rohr? Nun, dieses Mal war es eine Schlange. Sie zogen die längste Python heraus, die je gefangen wurde. Es erforderte mehr als 5 Männer, um sie von der Baustelle zu tragen, ohne das Tier oder sich selbst zu verletzen. Das Biest war 7,9 Meter lang und wog rund 249 Kilogramm. Das ist nur ein kleines bisschen kürzer als eine Straßenlaterne. Der bisherige Rekord für die längste Schlange in Gefangenschaft war die berühmte Medusa, ebenfalls eine Python. Diese Art von Schlange kann ihr eigenes Gewicht zum Mittagessen verschlingen. Das ist so, als würde ich 280 Burger essen. Und dazu will ich definitiv keine Pommes. Zurück zum Wasser. Sieh da, der schwerste blaue Wels, der je gefangen wurde. Die Andersons haben diesen Kerl 2011 in Virginia gefangen. Und seitdem prahlen sie damit. Mit einem Gewicht von 64,9 Kilogramm ist das so, als würde man eine Waschmaschine aus einem See fischen, während man auf einem kleinen Boot steht. Deshalb braucht es sowohl Vater und Sohn, um es an Deck zu ziehen. Eine ehrenvolle Erwähnung geht an die größte lebende Katze der Welt. Nein, es ist weder ein Löwe noch ein Tiger, sondern ein bisschen von beidem. Es ist ein Liger. Liger gibt es in der Natur nicht, da Löwen und Tiger in ganz anderen Teilen der Welt leben. Aber in Wildparks wurden sie schon gekreuzt. Herkules hält diesen besonderen Rekord. Mit über 400 Kilogramm ist er das größte fleischfressende Säugetier auf der ganzen Welt. Seine Länge hat er von seiner Mutter, einem Tiger, und sein Gewicht von seinem Vater, einem Löwen namens Arthur. Willst du wissen, wie man es nennt, wenn die Mutter ein Löwe und der Vater ein Tiger ist? Ein Tigon. Sie sind viel seltener als Liger, aber sie sind genauso bizarr. Das klingt ein bisschen wie das antike griechische Fabelwesen, die Chimäre. Sie war teils Löwe, teils Ziege, teils Schlange und einige Geschichten besagen, dass sie sogar Fledermausflügel hatte. Oh, und sie atmete auch Feuer. Man bräuchte einen ganzen Haufen spartanischer Feuerwehrleute, um sich um dieses Ding zu kümmern. Aber es würde wahrscheinlich eine tolle Grillparty veranstalten. Und was ist mit uns, Menschen? Der Preis geht an Robert Wadlow aus Illinois. Er war schwindelerregende 2,5 Meter groß und konnte schon mit 9 Jahren seinen Vater hochheben. Lass das eine Weile auf dich wirken. Er aß über 8000 Kalorien pro Tag und seine Schuhgröße war 76. Löwen, Hunde, Katzen, all diese Säugetiere schlafen in ziemlich bequemen Positionen. Aber nicht Wale. Sie sehen aus wie riesige schwimmende Brotlaibe, eine Szene, auf die ein Taucher in der Karibik zufällig stieß. 6 Wale standen einfach aufrecht mit nach unten gerichteten Schwänzen in einer Tiefe von etwa 20 Metern unter der Oberfläche. Wissenschaftler entdeckten, dass Pottwale während ihres Nickerchens etwa 10 bis 15 Minuten lang in dieser Position bleiben. Sie bewegen sich nicht und atmen auch nicht. Allerdings verbringen diese Tiere nur 7% ihrer Zeit schlafend, weit weniger als andere Säugetiere. Normalerweise ruhen sie entweder friedlich im Wasser oder entspannen sich, indem sie langsam neben anderen Meerestieren umherschwimmen. Wenn sie sich bewegen und gleichzeitig schlafen, machen sie ein Nickerchen. Diese Tiere können nicht zu tief tauchen und müssen sich nahe der Oberfläche aufhalten. Weiße Haie schlafen und jagen in größeren Tiefen, also eine Sorge weniger, während man ein kurzes Nickerchen machen möchte. Außerdem wird es ziemlich kalt, je tiefer man kommt. Und Wale brauchen wärmere Umgebungen, die ihnen helfen, die Temperatur ihrer großen Körper zu regulieren. Wenn sie allein sind, fallen Delfine in eine Tiefschlafphase. Dies passiert in der Regel nachts und dauert je nur ein paar Stunden. Beim Schlafen schwimmt das Tier an der Oberfläche.
Es schaltet die Hälfte seines Gehirns aus, das mache ich auch oft, zusammen mit dem gegenüberliegenden Auge. Die andere Hälfte befindet sich auf einer niedrigen Alarmstufe, wach und bereit zu reagieren, wenn sich ein unerwünschter Besucher nähert. Der aktive Teil des Gehirns sendet auch Signale, wenn es Zeit ist, an die Oberfläche zu steigen, um frische Luft zu schnappen. Meeressäugetiere haben ein Blasloch. Das ist ein Hautlappen, den sie bei Bedarf öffnen und schließen können. Menschen atmen automatisch. Ihr Körper weiß, was er tun muss, auch wenn sie schlafen. Aber Wale und Delfine haben ein freiwilliges Atemsystem. Das bedeutet, dass sie bewusst an die Oberfläche gehen müssen, um Luft zu holen. Und ein Teil ihres Gehirns muss immer wach sein, um dem Tier mitzuteilen, dass es Zeit ist, aufzusteigen. Wale und Delfine können ihren Atem viel länger anhalten als andere Arten. Sie haben eine höhere Toleranz gegenüber Kohlendioxid und können mehr Luft aufnehmen. Auch ihre roten Blutkörperchen speichern mehr Sauerstoff. Das Blut von Walen und Delfinen fließt nur zu den Körperteilen, die wirklich Sauerstoff benötigen. Wenn ein Wal zu einem bestimmten Zeitpunkt nur sein Gehirn, sein Herz, seine Flossen oder einige andere Muskeln zum Schwimmen braucht, sind dies auch die einzigen Körperteile, die Sauerstoff bekommen. Die Verdauung oder andere Funktionen können warten. Der Ozean ist kein Ort, an dem man sich entspannen und friedlich einschlafen kann. Während des Schlafs reduzieren Fische ihre Aktivität. Ihr Stoffwechsel wird langsamer. Einige von ihnen treiben immer an der gleichen Stelle. Andere suchen sich einen sichereren Platz zwischen Korallen oder im Schlamm. Schon früh im Leben lernen Delfine ein einzigartiges Pfeifen von sich zu geben, damit andere Mitglieder ihrer Gruppe sie identifizieren können. Diese speziellen Pfiffe sind also ihre Namen und Delfine reagieren auf diese. Muscheln haben Füße. Es sieht aus wie eine große Zunge, die manchmal aus der Muschel herausragt, aber das ist eigentlich der Fuß. Und er ist relativ lang im Vergleich zur Länge des Tiers. Sie benutzen diese Gliedmaße, um sich im Sand einzugraben. Der Blauwal ist das größte Lebewesen und er ist auch größer als die meisten Dinosaurier früher. Er kann mehr als 30 Meter lang werden und wiegt fast 200 Tonnen. Das entspricht etwa 50 ausgewachsenen Elefanten. Allein die Zunge eines Blauwals kann mehr wiegen als ein Elefant. Ein solcher Riese muss sicherlich viel essen, eine halbe Million Kalorien mit nur einem Bissen. Das Herz des Blauwals hat die Größe eines Kleinwagens und wiegt 590 Kilogramm. Um das Blut durch einen so riesigen Körper zu befördern, sind die Herzschläge so stark, dass man sie sogar aus 3 Kilometern Entfernung hören kann. Das Herz eines Wals schlägt nur 8 bis 10 Mal pro Minute. Der Wal ist eines der lautesten Lebewesen, die es gibt. Sein Ruf kann bis zu 180 Dezibel erreichen, was so laut ist wie ein Düsenflugzeug. Der Körper von Quallen besteht zu fast 95% aus Wasser. Zum Vergleich, der menschliche Körper besteht zu 60% aus Wasser. Das ist wahrscheinlich keine Überraschung, denn Quallen haben weder ein Herz noch Blut, Augen oder ein Gehirn. Die anderen 5% ihres Körpergewichts bestehen aus Proteinen, Muskeln und Nervenzellen. Quallen gibt es seit mehr als 500 Millionen Jahren. Damit sind sie sogar älter als Dinosaurier. Diese Lebewesen haben sich im Laufe der Zeit nicht sehr verändert und sehen ihren Vorfahren noch ziemlich ähnlich. Diese Kreaturen leben im Ozean, aber 1991 wurden mehr als 2000 Quallenpolypen ins All gebracht. Die Wissenschaftler wollten sehen, wie sie in einer Umgebung ohne Schwerkraft reagieren würden. Die Quallen vermehrten sich und schufen 60.000 neue Polypen. Doch leider konnten diese nach ihrer Rückkehr auf die Erde nicht mehr normal funktionieren. Eine Art von Quallen kann buchstäblich ewig leben. Wenn sie älter wird, sinkt das Tier auf den Meeresboden und verwandelt sich wieder in einen Polypen. Und dieser Polyp verwandelt sich wiederum in eine neue Qualle mit denselben Genen. Grönlandhaie können 500 Jahre alt werden. Dieses Tier hat die längste bekannte Lebensspanne unter den Wirbeltieren. Pottwale sind gesellige Lebewesen. Sie verbringen ihr Leben inmitten ihrer Familie. Diese Tiere unterstützen sich gegenseitig und haben enge Freunde, an die sie sich gut erinnern, auch wenn sie sich lange Zeit nicht sehen. Zitteraale haben kleine Augen, die in einer Umgebung ohne Licht nicht sehr effektiv sind. Deshalb verlassen sie sich hauptsächlich auf ihre elektrischen Organe, die aus 6000 Zellen bestehen. Aale nutzen sie, um Energie zu speichern, ähnlich wie Batterien. Diese Tiere nutzen Elektrizität wie Fledermäuse ihr Radar oder Delfine ihr Sonar.
Ein Aal kann auch so viel Strom erzeugen, dass er eine ganze Reihe von Glühbirnen betreiben kann. Es gibt einen kleinen tropischen Schützenfisch, der lernen kann, menschliche Gesichter zu erkennen. Dieser Fisch hat die interessante Fähigkeit, kleine Wasserstrahlen aus seinem Maul zu spucken. Forscher zeigten dem Fisch die Bilder von zwei verschiedenen Gesichtern, die nebeneinander angeordnet waren. Das eine war ihm unbekannt, das andere bekannt. Der Fisch sollte Wasser auf das bekannte Gesicht spucken. In mehr als 80% der Fälle lag das Tier richtig. Jeden Winter verschwinden die großen weißen Haie, die an der Küste von Kalifornien leben. Es scheint fast so, als würden sie 30 bis 40 Tage Urlaub machen. Die Tiere wandern zu einem Punkt auf halbem Weg zwischen Hawaii und Mexiko. Vielleicht tun sie das, um sich etwas zu essen zu besorgen, sich zu entspannen oder sich mit ihren Artgenossen aus anderen Gebieten zu treffen. Der Ort wird nun White Shark Cafe genannt. Einige Haiarten wie Markus, Walhaie oder weiße Haie atmen auf eine ganz besondere Weise. Dazu müssen sie ständig schwimmen. Außerdem müssen sie sich schnell und mit offenem Maul bewegen. So kann der Sauerstoff eindringen und erreicht ihre Kiemen. Meeresschwämme gehören zu den primitivsten Tieren. Sie sind unbeweglich, haben keinen Mund, keine Augen, keine Knochen, kein Gehirn, kein Herz, keine Lunge und auch kein anderes Organ. Und trotzdem sind sie lebendig. Es gibt so etwas wie ein Einhorn der Meere. Das ist ein Tier namens Narwal. Sein Horn ist eigentlich ein Zahn, der bis zu 3 Meter lang werden kann. Seekühe sind entfernte Verwandte der Elefanten und können bis zu 450 Kilogramm wiegen. Diese Tiere sind Vegetarier und müssen täglich etwa 10% ihres Gesamtgewichts essen. Das ist eine ganze Menge Meeressalat. In manchen Fällen teilen sich Seekühe ihren Lebensraum mit Alligatoren. Aber sie kommen ziemlich gut miteinander aus. Es gibt sogar ein Foto aus Florida, auf dem ein Alligator auf dem Rücken einer Seekuh reitet. Anglerfische haben spezielle Flossen, die ihnen helfen, auf Sand zu laufen. In flachen Gewässern sind sie sehr nützlich. Ein Geisterpfeifenfisch ist schwer zu sehen, aber wenn du ihn entdeckst, wirst du bestimmt sehr überrascht sein. Sein Kopf macht über 40% seines Körpers aus. Krebse haben keine Lust, Zeit mit Formalitäten wie der Aufnahme von Nahrung durch den Mund zu verschwenden. Deshalb schmecken sie es mit den Füßen, wo sich ihre Geschmacksnerven befinden. Meeresleguane sind die einzigen Echsen auf unserem Planeten, die sich gerne im Meer aufhalten, auch wenn sie hauptsächlich an Land leben. Sie sind Pflanzenfresser, die sich in flachen Gewässern ernähren und wie Schlangen schwimmen. Leguane benutzen ihre langen Krallen, um sich am Boden festzuhalten, wenn sie grasen müssen. Grüne Schildkröten können auf ihrer Wanderung über 12.000 Kilometer zurücklegen. Sie versuchen, den perfekten Ort für die Ablage ihrer Eier zu finden. Pinguine fliegen, wenn sie unter Wasser sind, und erreichen dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Kilometern pro Stunde. Vor mehr als 500 Millionen Jahren, das wurde mir erzählt, mich gab es damals noch nicht, hatten Tiefseewürmer und Menschen einen gemeinsamen Vorfahren. Wir teilen also immer noch 70% unserer Gene mit diesen Lebewesen und auch mit Seesternen, Tintenfischen und Kraken. Der Ozean bedeckt über 70% unseres Planeten und über 80% davon sind noch immer unerforscht. Er ist die Heimat von mehr als 1 Million Arten. Aber es gibt nicht nur Tiere, es gibt auch 3 Millionen Schiffswracks auf dem Meeresboden verteilt, die geheimnisvolle Geschichten verbergen. Viele von ihnen müssen erst noch entdeckt werden. Du hast also einen süßen Hundi bekommen. Aber je länger du mit ihm zusammen bist, desto mehr fragst du dich, ist mein Hund verrückt? Er leckt das Sofa ab und steckt seine Nase fast in den Po von anderen Hunden. Das Verhalten deines Hundes macht dich ein wenig stutzig. Aber keine Sorge, lass uns einige der seltsamen Gewohnheiten der Hunde genauer anschauen und finden wir heraus, warum sie das machen und ob es einen Grund zur Sorge gibt. Warum leckt mein Hund die Möbel ab? Du lässt dich auf die Couch fallen, weil du einen Film sehen willst, aber irgendwie ist hier ein nasser Fleck. Nein, Pfiffi hat keinen Unfall. Er hat nur die letzten 20 Minuten genau an dieser Stelle geleckt. Laut American Kennel Association, dem Dachverband für Rassenzüchtungen in den USA, ist das Lecken in den meisten Fällen kein Grund zur Sorge. Oft leckt ein Hund aus Langeweile an den Möbeln. So vertreibt er sich einfach die Zeit, weil sonst nichts los ist. Du musst also nur dafür sorgen, dass dein Hund genug Spielzeug hat und auch genug Aufmerksamkeit von dir bekommt. Aber es kann auch sein, dass er aus Angst oder Stress an den Möbeln leckt. Wenn sich die Umgebung oder der Tagesablauf für deinen Hund stark verändert haben, kann es sein, dass er nervös und unruhig ist.
Vielleicht haben sich deine Arbeitszeiten geändert oder es ist jemand Neues ins Haus gezogen. Das wiederholte Lecken wirkt auf einen Hund beruhigend. Wenn er sich an die Veränderungen gewöhnt hat, sollte er auch weniger oft lecken. Wenn das Lecken konstant, aggressiv und schwer zu stoppen ist, dann ist ein Besuch beim Tierarzt sinnvoll. Denn das Lecken kann auf ein ernstes Problem hinweisen. Aber ein Tierarzt kann feststellen, ob es gesundheitliche Probleme gibt, die das Verhalten verursachen. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn dein Hund sich ständig die Pfoten leckt. Passiert das nur gelegentlich, gibt es keinen Grund zur Sorge. Wenn es aber häufig vorkommt, kann das ein Hinweis auf Schmerzen an dieser Stelle sein. Auch wenn dein Hund gesund ist, kann das viele Lecken zu Rötungen, im schlimmsten Fall sogar zum Wundlecken führen. Warum scharrt mein Hund am Boden, wenn er sein Geschäft erledigt hat? Das sogenannte Bodenkratzen ist bei den meisten Hunden ganz normal. Auch Wölfe machen das. Es dient dazu, das Revier des Hundes zu markieren und anderen mitzuteilen, wuff, wuff, wuff. Das Kratzen dient nicht nur dazu, ein sichtbares Zeichen auf dem Boden zu hinterlassen, sondern setzt auch Pheromone aus den speziellen Drüsen in den Pfoten frei. Andere Hunde riechen diese Pheromone und entschlüsseln sie. An alle Nicht-Hundehalter: Die Schilder, die ihr aufstellt, um Köter davon abzuhalten, euren Rasen zu beschmutzen, funktionieren nicht. Oder habt ihr schon mal einen Hund lesen gesehen? Mein Hund nimmt sein Fressen aus seinem Napf und frisst es ein paar Meter weiter entfernt. Das ist doch nicht normal. Doch, das ist es. Das ist einfach nur ein Instinkt, der sich bei ihm meldet. Früher lebten die Vorfahren der Hunde in der Wildnis mit anderen zusammen in einer Gruppe, also in einem Rudel. Wenn es Futter gab, mussten sich die weniger dominanten Tiere viel mehr anstrengen, um etwas zum Fressen abzubekommen. In diesem Fall schnappten sie sich Fleisch und versteckten sich schnell an einem sicheren Ort, wo sie ihre Mahlzeit in Ruhe futtern konnten. Dein Hund wiederholt also einfach nur das Verhalten seiner Vorfahren. Es kann aber auch am Lärm liegen. Manche Hunde erschrecken sich zum Beispiel, wenn ihr Halsband gegen den Metallnapf schlägt. Daher ist es ratsam, den Metallnapf gegen einen aus Plastik auszutauschen. Vielleicht macht das schon den Unterschied. Mein Hund frisst auch Gras. Fühlt er sich nicht wohl? Das ist etwas komplizierter, aber keine Panik, viele Hunde machen das. Einige Hunde fressen Gras aus demselben Grund, warum du Salat isst. Gras liefert zusätzliche Ballaststoffe für das Verdauungssystem, die es dabei unterstützen, richtig zu funktionieren. Aber so wie das Ablecken von Möbeln, kann auch das Grasfressen ein Weg sein, um Langeweile zu bekämpfen. Wenn dein Hund nichts anderes zu tun hat, ist das Schnappen und Ziehen an diesen grünen Dingern wahrscheinlich eine schöne Ablenkung. Aber Grasfressen, auch wenn es normal ist, kann problematisch werden. Du weißt nicht, was auf dem Gras ist. Das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel Herbizide und Pestizide, die sehr schlecht für die Gesundheit deines Hundes sind. Lenke deinen Hund ab, wenn er versucht, Gras zu fressen, indem du ihn verbal ermunterst, etwas anderes zu tun und einem Leckerli belohnst. Die andere seltsame Sache, die mein Hund macht, ist, sich in stinkenden Haufen am Boden zu wälzen. Das ist voll eklig! Für dich mag das eklig sein, aber für deinen Hund ist das ganz normal. Ein Grund ist, dass Hunde es wie die Wölfe tun, um ihren natürlichen Geruch zu verbergen. Sie überziehen sich mit einem Geruch, der sie vor Feinden oder potenzieller Beute tarnt. Es kann aber auch sein, dass sie den Geruch zu ihrem Rudel bringen wollen, um mitzuteilen, dass sie etwas Interessantes gefunden haben. Es ist quasi so, als ob du deinen Freunden von deinem Tag erzählst, aber Hunde nutzen den Geruch statt Worte. Was sind Summis? Laut der Tierärztin Sarah Wooten sind Summis kurze Phasen der Hyperaktivität. Du weißt schon, wenn dein Hund wie verrückt durch die Gegend rennt, sich dann aber wieder beruhigt und zur Normalität zurückkehrt. Der offizielle Begriff für dieses Verhalten ist FRAP. Das steht für Frenetic Random Activity Periods und damit sind frenetische zufällige Aktivitätsperioden gemeint. Aber Summis klingt viel lustiger. Hunde tun das, weil sich Energie aufgestaut hat, die sie loswerden wollen. Vielleicht war dein Hund den ganzen Tag alleine oder hat gerade eine Dusche bekommen und jetzt will er feiern. Das ist übrigens auch ein Zeichen, dass er sehr glücklich ist. Die einzige Sorge bei Summis ist, dass dein Hund mit jemandem oder etwas zusammenstoßen und sich verletzen könnte. Du solltest ihn also in einen sicheren Bereich leiten. Wenn du deinem Hund genug Bewegung und geistige Anregung über den Tag verteilt anbietest, werden die Momente des wilden Ausrastens geringer. Okay, und warum beschnüffeln sich Hunde da hinten? Das ist wahrscheinlich das Verhalten, das wir häufiger mitbekommen. Das mag auf uns seltsam wirken, wenn Hunde anderen Hunden am Po schnüffeln und peinlich wird es, wenn dein Hund mit der Nase am Po deiner Schwiegermutter klebt. Aber jeder Hund macht das. Hunde nehmen eine Menge Informationen durch ihre Nase auf. Fakt ist, dass ihr Geruchssinn fast 100.000 Mal besser ist als das unsere. Hunde haben 150 Millionen Geruchsrezeptoren in ihrer Nase. Wir nur 5 Millionen.
und 30% des Gehirns eines Hundes sind speziell für die Verarbeitung von Gerüchen zuständig. Anhand des Geruchs kann ein Hund vieles erkennen, vom Geschlecht über die Stimmung und Freundlichkeit bis hin zur Gesundheit. Das ist quasi eine Superkraft. Ich lasse einen fremden Hund immer zuerst an meiner Hand schnuppern. Das Hundetrainingsunternehmen Eureka Dog Services sagt, dass das eine schreckliche Idee ist. Manche Hunde fühlen sich dadurch nämlich bedroht. Was eigentlich kein Wunder ist, stell dir vor, du beugst dich über den Hund und drückst ihm dann deine Hand ins Gesicht. Frag immer zuerst den Besitzer um Erlaubnis. Wenn du die Erlaubnis hast, dann beuge dich in einem 45-Grad-Winkel zum Hund runter und lächle. Gib dem Tier Zeit, auf dich zuzukommen. Der Hund wird sich dabei nach vorne lehnen, aber seine Hinterpfoten bleiben fest stehen. Das macht er nur für den Fall, dass du gefährlich bist, denn so kann er sich bei Bedarf schnell von dir entfernen. Mein Hund muss Menschen mögen, er verlangt immer nach dem Bauch kraulen. Dein Hund liebt es also, am Bauch gekrault zu werden. Das sagt mehr über sein Verhalten aus, als dir bewusst ist. Wenn dein Hund das für dich tut, begibt er sich damit in eine sehr verletzliche Position. Und damit zeigt er dir, dass er dir vertraut. Aber wenn dein Hund das bei Fremden oder einem unbekannten Hund macht, ist das ein Akt der Unterwerfung. Er zeigt damit, dass er keine Bedrohung darstellt. Dein Hund versucht also, eine Konfrontation zu vermeiden. Als Tierhalter solltest du auf die Körpersprache deines Hundes achten. So kannst du nämlich feststellen, ob er sich sicher fühlt, wenn sich ein Fremder nähert, oder ob dein Hund lieber in Ruhe gelassen werden möchte. Ein verräterisches Zeichen ist der Schwanz deines Hundes, also die Position. Wenn er seinen Schwanz in einer lockeren, natürlichen Position hält, ist er entspannt. Ist der Schwanz angehoben und wedelt, ist das nicht unbedingt ein Zeichen von Freude. Es bedeutet eher, dass dein Hund über etwas aufgeregt ist. Eine wedelnde Rute, die etwas weiter nach hinten gehalten wird, deutet auf eine vorsichtige Neugierde hin. Der Hund interessiert sich für etwas, ist sich aber noch nicht sicher, ob es gefährlich ist. Und was bedeutet ein eingeklemmter Schwanz? Das ist oft ein Zeichen dafür, dass dein Hund erschrocken ist oder Angst hat. Es ist immer besser, wenn du deinen Hund aus einer potenziell brenzligen Situation rausholst, damit er sich nicht bedroht fühlt. Ein kräftiges Schwänzeln, bei dem auch der ganze Körper wackelt, ist ein sehr gutes Zeichen. Dein Hund ist glücklich. Mein Hund zappelt manchmal im Schlaf und bellt. Träumen Hunde? Genau wie Menschen kommen auch Hunde in eine Schlafphase, die REM, Rapid Eye Movement, genannt wird. Das ist die Zeit, in der man davon ausgeht, dass Menschen träumen. Während der REM-Phase verarbeitet dein Gehirn die Ereignisse des Tages. Bei deinem Hund ist das wahrscheinlich auch so. Wenn du also siehst, wie dein Hund mit den Beinen zappelt, als würde er rennen, dann macht er das gerade in seinem Traum. Und da du ein wichtiger Teil seines Lebens bist, träumt er bestimmt auch oft von dir.